Hallo? Hallo! La 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 la. So, hallo Exi, einen wunderschönen guten Tag. Der Senfmann ist auch da, hallo. Schniedel-Oktopus, Schniedel-Oktopus. Hallo Malte, einen wunderschönen guten Abend. Burning Peace auch da, er, ich ist da, Blacky. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Der Marcel Stubenreiter. Ich lese deinen Namen immer falsch, ich weiß das schon, ne? Aber wir lassen das einfach als Insider so stehen. Danny Reuter ist da. Kami ist da. Berührt alle mit der Salami. CJ, Brian der Pfähler. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Venom ist auch da. Felicita, Moinsen. David B. hat einen großen C. Zone Boys. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Manuel Ebert ist da. Der Gillette King ist da. John ist da. Alle sind da. Wie wunderbar ist das denn? Fishy Gamer. Hallo. Flusenschreck ist auch da. Hallo. Der Max. Yeah. Max ist auch da. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. BRV ist auch da. Einen wunderschönen. Malte. Jenna. Freunde. Nachts in der Kombüse berührt der Smoothie mit seinem Penis das Gemüse. So. Wir laden schon mal den Berg. Alter, Vancouver Island Torpedo Gym. Junge, zur Mittagspause. Geil. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, du lässt es dir gut gehen. Hab mich komplett überfressen, schlafe also gleich wahrscheinlich schnell ein. Ja, okay, wenn, kann ich nachvollziehen. Was haben wir denn hier? Haben wir auch eine Kamera oder was? Ja, sicher! Guck mal! Ich hab mir übelst die Macke reinrasiert heute da. Irgendwie hier so. Aber egal, Hauptsache ich hab hier so ein bisschen drumherum. Mundefax, hallo Brotbaum! Ein wunderschön! Was ich für ein T-Shirt anhab? Und sie treiben gleichzeitig du und warte. Ich und du machen gleichzeitig Liebe, Baby! Da steht cool! K-U-H-L und darunter ist eine Kuh. Ah, aber mehr ziehst du jetzt nicht hoch, sonst seht ihr meinen extrem muskulösen Oberkörper und dann bekomme ich wieder Ärger von YouTube wegen extremer Geilheitsirritation. Ach, Kinders, ey, war es nicht ein schöner Tag heute? Ich finde schon. So schmerzgepeinigt und leiderfüllt. Ich hab Sprite. Heute habe ich Sprite, ganz normal. Kein Vita-Limo mehr, Vita-Limo ist alle. Und offensichtlich hasst meine Freundin mich, denn sie hat mir viel zu wenig mitgebracht. Ich denke mal, das ist einfach ein Symbol von Hass. Dem Melli, guten Abend, einen wunderschönen guten Tag. Shitrauchen ist bei Schmerzen moralisch gesehen vollkommen legitim. Ey, Mannbärschwein, ich bin ganz ehrlich, habe ich im letzten Stream oder vorletzten auch schon gesagt, ich war kurz davor, jemanden anzurufen. Und zu sagen, Junge, Alter, ich weiß, es ist spät, es ist Nacht, aber ich habe übelst Krämpfe und Schmerzen und bitte, wenn es einen Mann gibt, der mir in dieser Situation helfen kann, dann du. Ist jetzt nicht so, dass er immer was hat, aber... Er ist süchtig und deswegen weiß er, wo man es herkriegt. Deine Meinung zu den nicht entfernbaren Deckel. Pff, mich stört das jetzt nicht. Ich habe da kein Problem mit. Es ist besser für die Umwelt und wenn es nur so ein Deckel... Ich weiß, viele Menschen bringen solche Dinge völlig aus der Bahn. Und aber mir ist das völlig egal. Und sie treiben gleichzeitig du und ich und du machen gleichzeitig Liebe, Baby.
Nettine, dankeschön. Vor die Augen zufallen. Oh, Nettine ist müde. Müdine, dankeschön für 33 Monate. Hört sich nach dem richtigen Mann für diese Situation an. Jeder kennt einen so einen Mann oder eine Frau. Ja, das ist so ein Ding, ne? Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, dass irgendwo schon im Laufe der letzten 1000, 2000 Jahre irgendwo mal jemand gesessen hat und gesagt hat, boah, ich habe ein paar Krämpfe im Bein, weil ich es mir gebrochen habe. Ich rauche mir jetzt einen und dann ging es dem bestimmt ein bisschen besser. Geilheit ist verboten, ja. Deswegen habe ich mein T-Shirt ja auch nicht weiter hochgezogen, Max. Aber geht's den beiden besser? Prinzipiell ja. Natürlich, ne? Aber es tut halt immer noch weh. Und ich merke, dass ich Material im Körper habe, welches da vorher kleine nicht Spende war. Spende für den Grusel-Opa aus dem Internet. Oh, danke schön. Werde ich an ihn weiterreichen, weil hier sitzt nur ein extrem lustiger Lungling. Hilft halt wirklich. Ich habe genug Erfahrung damit, mein Meerschwein. Ich bin aber jetzt schon seit ein paar Jahren wieder raus aus dem Business. Und bin eigentlich ganz froh und will auch nicht unbedingt wieder anfangen. Ich gehöre zu diesem Typus Mensch, der dann, weißt du, wenn er einmal vom Ambrosia genippt hat, will er vielleicht den Nektar wieder auskosten. Und ne, da habe ich irgendwie auch ein bisschen zu viel Angst vor. So. Und ich bin eigentlich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich es dann irgendwann nach weit über einer Dekade Dauerkonsum, dass ich es geschafft habe, wieder aufzuhören. Und ne? Oh, Maxim! Nur Geduld. Guck mal, wir chillen, wir kommen gerade ein bisschen rein. Lass doch die Leute erstmal reinkommen. Lass doch die Leute erstmal verschließen. Wir müssen die Achterbahn ja erstmal voll kriegen, bevor wir Richtung Spaß fahren. Noch einen Bremsentest kurz und so. Ja, es ist halt wegen Führerschein und so, gerade in Bayern. Es ist immer schwierig. Ich meine, wenn man es nur ab und zu macht, aber wir wissen immer, wie es ist. Du wirst 35 Jahre lang nicht einmal angehalten und dann Sonntagabend denkst du dir, ach komm, was soll's. Und Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit halten sie dich an, so ungefähr. Und dann weg mit dem, ne? Dann bist du erstmal. Warten wir erstmal ab, bis sich die Legalisierung so ein bisschen eingebürgert hat und so. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ey, Andreas, Andal, ein wunderschön. Zoe, Schnui, hi. Hab ein Like da gelassen, ist auch schön. So, ist auch schön, Zoe. Man muss nicht immer da sein. Viele Menschen treten nur ganz kurz auf und sind trotzdem für immer nie vergessen. Was? Macht das Sinn, satzbautechnisch? Keine Ahnung. Hi, Patrick, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Nils. Ja, Schnauf, das ist halt, ne? Es geht nicht... Ja, Don Law, ne? Wir wollen jetzt auch nicht... Wer hat denn gesagt, dass man dann High Auto fahren darf? Niemand, oder? Hat das irgendwann im Laufe dieses Tages irgendjemand hier erwähnt? Ich glaube nicht. Mein korrekter Wortlaut war, jetzt warten wir erstmal die Legalisierung ab und dann warten wir, bis sich das ein bisschen eingebürgert hat und dann, ja, der Sinn dahinter ist, dass dann die Erfahrungen gesammelt werden können. Eine gemischte Tüte. Dann werden die Tests vielleicht auf Dauer auch besser und dann versteht auch irgendwann das System, dass es vielleicht irgendwelche Werte gibt, dann kann man das labortechnisch oder so vielleicht verbessern, weil wir dann das Geld haben. Deswegen gibt es dann vielleicht irgendwelche Grenzwerte. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Ich habe es jetzt wortwörtlich nicht so, aber ich habe nur gesagt, warten wir jetzt erstmal ab, dann ist es irgendwann legalisiert. Und dann in ein paar Jahren gibt es vielleicht Grenzwerte und dann kann man sagen, ach okay, wir sehen hier eindeutig. Ja, nee, auf null sind die auch nicht.
Ich weiß das, weil ich war mal in München auf einer Hanfmesse und ein Kumpel hat da die ganze Zeit THC-haltige Produkte gefressen, also so Dressings und so ein Zeug, weil die da sehr viel Essen gemacht haben. Und der Schweißtest ist dann positiv ausgefallen und der Pinkeltest ist auch positiv ausgefallen und dann mussten wir mit, weil ich war Beifahrer, dann mussten wir mit auf die Wache und dann haben die Blut abgenommen und konnten aber dann im Blut feststellen, dass er quasi nicht aktiv high Auto gefahren ist und dann hat er ohne Probleme, da gab es keine Probleme im Nachhinein. Und das war in München, in Bayern, also... Ja, vielleicht, das war nur Seidebacher Müsli, haben wir gegessen. Oder haben mit Hanföl. Das war so toll, da saßen wir mit den Polizisten im Auto und dann haben wir so geredet und so und der Polizist meint, ja gut, ihr zwei seid ja noch relativ angenehme Kunden und so. Und da habe ich gesagt, ja, ich sag so, als Polizist hast du natürlich wahrscheinlich mit sehr viel Bodensatz zu tun. Und dann sagt er so, du, ich sag dir eins, ich bin jetzt seit 16 Jahren Polizist und ich lege jeden Tag die Messlatte ein kleines bisschen niedriger und immer finden wir jemanden, der aufrecht runterher geht, so. Ich sag, geil. Hi, Clara Sophie. Und er hat wortwörtlich gesagt, er sagt, Leute, ich verurteile euch nicht oder so, ne? Ich meine, ich war eh nur Beifahrer, aber sie mussten mich halt mitnehmen, weil ich käme sonst nicht nach Hause, so, und... Und dann hat er gesagt, Leute, ne, ich verurteile da keinen und bla bla. So, er sagt, aber ich muss halt irgendwie meine Arbeit machen. Und meine Arbeit war heute, Menschen, die aus dieser Halle kommen, zu kontrollieren, wenn sie mit dem Auto losfahren. Das habe ich gemacht. Und ne? Wie gesagt, kleines Okapi erstmal, Dankeschön. Kleines Okapi für eine gemischte Tüte. Boah, wie lange habe ich mir keine gemischte Tüte mehr geholt? Früher war gemischte Tüte so ein Ding. Und Bussi, Wassereis. Aber das große, kennt das noch jemand? Dieses das kennen irgendwie voll wenige aus irgendeinem Grund. Dieses große Wassereis von Bussi mit einem Strohhalm in der Seite. Da war in der Seite noch so ein Strohhalm drin. Und voll viele immer so, hä? Nee, habe ich nie gesehen. Was soll das sein? Das kennt doch jeder, oder nicht? Ich habe es meine ganze Kindheit über immer am Bäcker geholt für ein paar Pfennig. Der Holger! Der reitet gern auf der Olga. Holger, gerne. Gerne, kein Problem. Ich gebe mein Bestes. Für 10 Pfennig gab es ein Ketchup-Brötchen beim Bäcker. Alter, Melli. So alt bin ich jetzt so natürlich auch nicht. Bubblegum-Eis. Mit dem Kaugummi im Stängel. Kennt jemand vom Bofrost? Das gab's früher. Das hieß Botinchen oder so. Meine Eltern hatten immer Bofrost. Und da gab es so ein Eis, das sah aus, das hatte so eine Kaugumminase. Das fand ich immer toll. Oder was auch voll, was wir uns dann irgendwann geholt haben, dann war irgendwann so Kult, wo ich dann auf der Berufsschule war hinterher. Da sind wir mal mit dem Bus, da war so ein etwas größerer Busbahnhof und da war in der Mitte so ein Kiosk. Und die hatten so, wir haben das immer Knickeis genannt. Das so hat so ein bisschen, ja, das hat so ein bisschen nach... Seife geschmeckt. Das hatte so einen leichten Seifengeschmack, war aber irgendwie geil. Es sah aus wie so zwei Mini-Pimmel, die du in der Mitte so... Das konntest du dann in der Mitte so auseinanderbrechen. Eigentlich hatte das oben noch so ein Ding. Zum Abmachen, ne? Knickeis hieß das. Aber es heißt jetzt irgendwie anders. Wassermeloneis isst meine Tochter immer. Brauner Bär. Warte mal, ich muss mal eben gucken hier, wie heißt das? Knick. Joghurt, Eis. Mal gucken, ob er da was findet.
So heißt es jetzt. Ja, alle akzeptieren. Da. Das hier. Kennt das jemand? Alter, das ist richtig... Das ist geiler Stoff, Leute. Das ist richtig geiler Stoff. Ohne Kack, das schmeckt richtig gut. Also, wie gesagt, im ersten Moment schmeckt es so ein bisschen nach Seife, aber dann schmeckt es nach mehr. Das ist richtig geil, Leute. Ohne Scheiß, das ist richtig gutes Zeug. Joko-Eis heißt das offensichtlich. Wir haben das früher immer Knickeis am Kiosk. Wir haben immer gesagt, dann Knickeis. Das kostete irgendwie 20 Cent oder so eins. Das war auch nicht teuer. Das war richtig geil. Also, ist richtig geil. Boah, ich würde mir am liebsten direkt... Wie viel kosten denn? 25 Euro? Wie viel kriegt man denn dafür für 25 Euro? 80 Packungen! Was? 80 Packungen. 80 solcher Packungen? Nein, 80 insgesamt, oder? Also 80 Sticks für 25 Euro, oder? Aber das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich liebe das Zeug. Und am Schulkiosk dann natürlich hier so ein Dickmann-Brötchen. Ey, Faruk, das ist aber gerade das geile Gift. Ja, hier so ein, oder einfach so ein Brötchen mit so einem Dickmann drauf. Bam! 50 Cent oder so, Alter. Am Schulkiosk manchmal. Das kannst du heute, wenn du das heute Kindern anbietest in der Schule, hättest du Eltern mit Protestschildern vor der Tür. Matschbrötchen. Ja, genau so hieß es, Matschbrötchen. Darf man sowas heute Kindern noch geben oder ist dann, werde ich verhaftet? Brauche ein bisschen mehr Zucker. Oh, Minimilk auch. Minimilk ist auch geil. Das ist meine Tochter immer noch gerne. So, Leute, jetzt wollen wir zocken, oder? Sind so viele Leute da eigentlich in Erinnerungen schwelben? Die 80er sind vorbei, Kinders. So. Doch, Sascha, für 50 Cent bekommst du immer noch Sachen. Du bekommst für 50 Cent genug Strom, um dir ein paar Stunden Kreisverkehr-Videos reinzuziehen auf dem Handy. Für Jahre. Oder was kostet Handyladen im Jahr? Wenn eine Kilowattstunde beim Stromanbieter 29 Cent kostet, von welcher Zeit ist das? Ja, also sagen wir ein halbes Jahr. Ungefähr ein halbes Jahr Kreisvideos gucken kannst du dann, wenn du das nach dem Laden den Stecker wieder aus der Steckdose ziehst. So. Leute. Aber hier beim Eisessen, ne? Wenn ihr so Vanilleeis habt oder so, in so einem Becher oder in der Schale. Ich frage jetzt, ob das... Bin ich der einzige Mensch, der das dann immer... cool, also der immer noch ein bisschen wartet und es dann übelst rührt, bis es so eine cremig, fast flüssige, aber doch noch, weil es kalt genug war, frostige Konsistenz hat? Ich rühre ja alles. Selbst Sahnepudding rühre ich. Leute gucken mich dämlich an. Leute gucken mich dumm an, aber selbst Sahnepudding rühre ich. Ja, 8-Bit, du sitzt eh im Paradies. Du hast Fla. Du kannst quasi Pudding aus dem Eimer trinken. Wer macht das nicht? Ich wurde doof angeguckt. Dann so, hä, das ist doch so Sahnepudding. Ist doch so schön, wenn der so luftig ist. Was? Nein, das muss richtig gerührt werden einmal. Alles. Gerührt oder geschüttelt? Ich schüttel immer erst. Wenn ich jetzt so einen Fruchtjoghurt habe oder so, dann schüttel ich den erst immer so und dann so... Und dann rühre ich noch mal drin rum. So, Freunde, los geht's. Lastenaufzug. Der lässt sich so nicht öffnen. Okay, dachte ich mir schon.
Ayran, oh, Alter, ich liebe Ayran, ohne Scheiß. Ich liebe Ayran so sehr. Unserem Dönermann, oh, Alter, schönen Döner. Zelturlaub. Und dann noch mit einem schönen Ayran immer. Oh, das beste Leben, Alter. Beste Leben, ohne Scheiß. Ayran ist so geil. Ich kaufe mir manchmal noch so 2-3 Becher dann zu Hause. Auch schon mal überlegt, ob ich mir irgendwo, ne, was bestelle, so. Aber das ist dann, weiß ich, so. Die sagen immer, ich soll nicht so viel Salz zu mir nehmen. Alter, mein Fuß, wie der gestern aussah, mein Fußgelenk, ne? Ohne Scheiß, mein Bein so, so jetzt im Querschnitt und dann Fußgelenk so. Nach 4 Stunden Stream. So, genug Zucker jetzt erstmal. Gleich nochmal ein bisschen. So, also, wir sind hier beim Quetscher Quatschel Kotel gelandet. Hallo? Niemand antwortet. Ein Sprachrohr. Keine Ahnung, wo die Gegenstelle ist. Sie sieht aus, als könnte sie sich am kleinen Finger irgendwo hochziehen. Aber du sollst, du sollst mit ihr reden. Fest verschlossen. Halt keinen Schritt weiter. Wer bist du? Was willst du? Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich... habe diesen Vulkan gekauft. Suche kosmisches Wissen. Das tun wir doch alle, aber wir finden es nicht alle. Erleuchtung und Weisheit sind flüchtig. Man merkt's. Mit Frufru statt Fruchtzwerg? Was ist denn Frufru? Ist das quasi Fruchtzwerg nur von Aldi oder Lidl oder so? Oder Netto oder Penny oder... Gelobt sei, was hart macht und hart bleiben soll. Langweilst du dich nicht hier oben? Niemals! Ich lasse meinen Blick über die Welt schweifen und schmiede Pläne, was ich tun werde, wenn ich sie erobert habe. Hier gibt es aber keine Bar, klingt aber lecker. Kino, keine Musik. Musik! Klavier! Kein Klavier! Böse, böse! Tut mir leid, ich wollte dir keine Angst machen. Oh. Nono hat keine Angst! Wer ich hab noch Klaviermusik Nono, auf meinem was? Kassettenrekorder. Nein. So heiße ich Nono. Doktor Nono. Du bist Arzt? Ich bin ein Genie. Aber guck mal, er hat doch so Klaviertasten um den Hals. Arzt sein und dich operieren. Ich hole mein Messer. Deine Schilddrüse kommt mir gerade recht. Meine spinnt rum. Nein, danke. Alles bestens bei mir drin. Ich könnte aber auch eine Schilddrüse nehmen. Die wird vor mir erzittern. Ja, schon gut. Warum wohnst du hier oben? Hier habe ich mein geheimes Hauptquartier, von dem aus ich alles kontrollieren kann. Diese Insel und bald die ganze Welt. Wo ist denn das Hauptquartier? Es ist im Inneren des Vulkans. Das ist wo das die beste Lava nicht Hauptquartier. Hinkommt, versteckt hinter einem gewaltigen Wasserfall. Und es ist voll mit hochmoderner Technik. Unglaublich. Der wird ja wirklich die ganze Welt vor dir erzittern. Ja, ja. Ja, ja. Kannst du mal ein Stück zur Seite treten? Niemand sagt mir, wo ich auf meinem Vulkan zu stehen habe. Man weiß nie, wo ein Klavier einem auflauert. Ein Klavier? Wo? Schon gut. Keins hier. Also, wir müssen offensichtlich das andere Ende von diesem Rohr finden. Lass dich nicht stören, ich guck mich nur um. Ja, geh weg. Die beiden Sachen funktionieren. Na, nicht von hier aus, ne? Sieht heimelig aus, wenn man keine Ansprüche hat. Felsspalt. Nein. Ich will nur mal kurz... Nein! Aber Nora will auch nicht mit uns reden. Was ist eigentlich hier mit diesen Ameisen? Okay, wir brauchen noch was von dieser Nachfahrin für die Tüte irgendwie, ne? Müssten wir jetzt rausfinden, wer eine Nachfahrin ist. Dann hätten wir die Voodoo-Tüte und könnten den Geist besiegen.
Weißt du, da schlafen wir extra mit einer hübschen Frau vor irgendeiner Vulva-Blume, um hier hochzukommen, und dann ist hier quasi nichts. Ist das ein Artefakt? Nein. Sie hätte gerne ein Artefakt. Nicht mein Fetisch. Stimmt, was können wir damit eigentlich machen jetzt hier mit dem... Das ist die Notiz des Marquis de Connard. Ich habe in der Höhle des kosmischen Wissens etwas über mich gelernt, was ich nie hätte erfahren dürfen. Niemand sollte dieses Wissen haben. Direkt wieder eine 100 gewürfelt. Niemand soll die Höhle jemals wieder betreten. Cockburn und Gobbledick sollen verflucht sein. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mich in den Vulkan stürze. Sollen sie es glauben? Doch ich werde am Vulkan nur meinen Schlüsselstein wegschleudern. Für mich selbst habe ich einen schöneren Ort zum Sterben gefunden. Ich werde hineinkriechen und nie wieder herauskommen. Das hat er offensichtlich auch getan. Das Radio in die Nische? Meinst du hier in den Spalt? Das ist gut so. Da komme ich ja gar nicht rein. Das hilft mir. Besser nicht. Das muss mit Strom versorgt werden. Ach so, das heißt, es muss auch noch irgendwo ein Generator sein. Dieser hier vielleicht? Klingt gut. Ich glaube, er ist weggerannt. Hoffentlich nicht in die Lava. Das fällt dir jetzt erst ein? Oder so. Das Klavierspiel hat diesen komischen Typen vertrieben. Ich frage mich, was mit dem los ist. Oh, ich fass doch nicht einfach rein, Larry. Ah, da ist der Schlüsselstein, den ich gesucht habe. Echt jetzt? Der war da einfach drin? Commonwealth Queen, du isst ein Eis. Hallo erstmal. Thorsten, dankeschön für 5 Euro übrigens. Ich habe gar nichts mitbekommen wieder hier, weil ich hatte Mr. Angst vor dem Klavier. Thorsten, hallo? Thorsten, vielen Dank. Dankeschön. Niemand hier. Vielen Dank, ich sollte später wiederkommen. Allerdings. Ich habe Angst vor dieser Frau irgendwie. Jetzt könnte ich etwas über ihn herausfinden. Die macht mir immer noch Angst. Ja, das mache ich. Aber irgendwie finde ich sie auch nice. Er hat in der ganzen Firma Überwachungskameras installieren lassen, aber in seinem eigenen Büro natürlich nicht. Ich muss mich beeilen. Nicht mal Passwort geschützt. Oh, Moment. Das ist doch nicht etwa... Das kann nicht sein. Mr. Wang kann von jedem P-Phone auf der ganzen Welt auf seinem Rechner anzeigen lassen, was deren Kameras sehen. Er hat hier einen Ordner mit seinen Lieblingsszenen. Oh, mir reichen schon die Vorschaubilder. Wobei das hier interessant. Nein, Narin, nicht anklicken. Jedenfalls schnüffelt Mr. Wang bei allen Leuten da draußen im Schlafzimmer rum. Wenn ich dann an das Geheimprojekt denke, damit könnte er... Oh Gott, das darf ich nicht zulassen. Es wird Zeit für Widerstand. Widerstand! So, warum bin ich jetzt hier unten angekommen? Das ist der runde Schlüsselstein von dem Marquis de Connard. Ah. Warte mal. Gute Idee. Nee. Die beiden Sachen funktionieren. Hi, Lengard! Ich glaube, die funktioniert. Nein, das werfe ich da lieber nicht rein. Ich habe jetzt rote Farbe. Nein, das... Das lässt sich nicht... Ah ja, der G-Punkt, genau. Wir mussten ja zum G-Punkt. Irgendwas war ja hier mit dem G-Punkt.
Da ist ein G. Das muss Cockburn in seinem Tagebuch gemeint haben. Hier ist der Startpunkt für seine Wegbeschreibung. Ich dachte immer, ein G markiert nie den Punkt. Du kannst stolz auf dich sein, dass du diesen Punkt gefunden hast. Das war aber auch ziemlich kitzlig. Mach's gut, kleines Okapi. Oh Gott, da liegt eine Leiche. Ist das Lady Gobbledick? Unwahrscheinlich. Es sei denn, sie ist Postbotin geworden. Ah, stimmt. Das erklärt auch die vielen Pakete von Fatsex. Guck mal. Fatsex! Ich glaube, das ist ein Abschiedsbrief. Arbeitet da nicht Desolane? Hm, der ist an einen Wilson gerichtet. Ich lasse ihn besser Wilson? Liegen. Ja, besser. Pi, ich habe es gefunden. Das muss das geheime Grab von Lady Gobbledick das sein. Das geheime? Ein geheimes Grab an einer ziemlich exponierten Stelle. Verlieren wir keine Zeit. Du scheinst langsam Gefallen daran zu finden, Gräber auszuheben. Oh, mit den Händen bekomme ich das nicht ausgebuddelt. Nun denn, eine Schaufel. Da haben wir einen Trailer. Oh, oh. Hm. Warum passiert mir das immer wieder, wenn ich Frauen angrabe? Schicksal. Ich glaube, ich kann den Sarg noch ganz klein erkennen, aber ich müsste ihn genauer lokalisieren. Toll. Hinschwimmen werde ich nicht. Echt gut, Larry. Larry, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Was denn? Wie würde für dich das bestmögliche Leben aussehen? Also, was wäre für dich der perfekte Tag? Oh, oh. Da kann ich mir eine Menge vorstellen. Natürlich wäre ich mit einer wunderschönen Frau glücklich verheiratet. Die sich um den Haushalt kümmert, während du die Füße hochlegst? Ach was. Für wie altmodisch hältst du mich eigentlich? Dafür hätten wir natürlich ein Dienstmädchen. Natürlich. An einem perfekten Tag würde ich natürlich richtig lange ausschlafen. Dann würde meine wunderschöne Frau mich zum Frühstück rufen. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsfrühstück? Oh, Rührei mit Speck. Käsebrot, anders als bei meinen Frauen bin ich beim Frühstück anspruchslos. Stimmt halt einfach nicht. Pfannkuchen mit extra viel Sirup. Blauschimmelkäse, Quiche auf Orangenspiegel mit Krokumbusch. Krokumbusch. Rührei mit gut angebratenem, knusprigen Speck. Sehr gut. Und was trinkst du denn am liebsten zum Frühstück? Frischer, schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Frischer, schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Natürlich. Und du magst es, wenn deine Frau dich so bedient, ja? Wofür hältst du mich denn? Für einen Chauvi? Das kann natürlich alles das Dienstmädchen machen. Naja, vielleicht hat das ja heute frei. Ich beschwere mich aber nicht, wenn meine Frau das alles macht. Okay, gut zu wissen. Wo wollte ich denn? Ich habe wieder alles vergessen. Warum hat die mich jetzt so abgelenkt? Ja, Mona, aber wenn da steht schwarzer, heißer Kaffee, Junge, dann gibt's keine andere Antwort. Vielleicht kann ich das Teleskop benutzen, um die genaue Position von Lady Gobbledicks Sarg auf dem Meer auszumachen. Lady Gobbledick, gute Idee. Name. Probier es aus. Dann schauen wir mal. Ist er das da hinten zwischen den zwei Inseln? Das da? Das ist doch der Sarg von Lady Gobbledick. So richtig weit hat er es anscheinend nicht geschafft. Es sieht so aus, als befände sich der Sarg genau mittig zwischen Muffington Island und Gofuku Island. Pi? Ja. Kannst du die Koordinaten, wie heißt das nochmal, triangulieren? So funktioniert das nicht, Larry. Die genaue Position musst du halt auf der Karte schätzen. Hey, Kreis, bist wie immer ein sehr sexy Typ, LG, kleiner als 3. Danke, Snobby, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön für die 2 Euro und die lieben Worte. Vielen, vielen Dank.
Lady Gobbledick. Sie sagen es nicht nur Gobbledick. Das geht so auch so. Weiß ich nicht. Das ist so phonetisch irgendwie, ne? Hat einfach einen schönen Klang. Gobbledick. Lady Gobbledick. Gobbledick. Miss Gobbledick. Oh, stell dir mal vor, du hättest einen weiblichen Corgi und der heißt Miss Gobbledick. Miss Gobbledick. Mach mal ein Echo drauf. Wo hab ich denn Reverb? Hier. Gobbledick. Lady Gobbledick. Gabi, 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 Gabi. Lobby. Auf in die Lobby. So, also genau mittig. Was ist denn genau mittig? Zwischen den zwei Inseln, oder? Minus 3, 1, 0, 0? Hier ist nix. Eine Planke. Toll! Das war natürlich Absicht. Ich will natürlich für einen Erfolg alle Tode im Spiel sterben. Das wäre echt random, sie zu bekommen, Alter. Ich glaube, die bleibt einfach so im Inventar. Ob Larry für Haie wie Viagra wirkt? Ja, wahrscheinlich. Dicker Hund namens Miss Gobbledick, real life. So, das ist die Höhle. Die wollen ein Abenteuer erleben, dafür brauchen wir mit dem Witzebuch und so. Da müssen wir noch irgendwie weiterkommen. Cockburn-Schlüsselstein. In der Vitrine lag eine seltsame Notiz von Jan May. Ich sollte der Sache auf den Grund gehen. Stimmt, Jan May hatten wir noch. Der Sarg scheint genau zwischen Gofuku und Muffington Island zu treiben. Piraten haben ihren Server direkt neben dem Wrack der Unsatisfied versenkt. Ich muss die genaue Position herauszufinden. Davon sehe ich. Ja, okay. Dann müssen wir nochmal kurz gucken. War das die Jan May-Notiz? Dum, 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 dum. Die Notiz ist von Jan May. Diesmal war. Willst du es haben? Dann bewahr. Doch, ich weiß du noch. Ah, stimmt. 10, 10. Ne? Es war 2x10 einfach, oder nicht? 10, 10. Putins Bratwurst haut 5,01 € raus. Geil. 5,01 € für einen alten Heinz. Hier, 10, 10. Danke, Putins Bratwurst, für 5 € und einen Cent. Ein U-Boot. Sowas hätte Vielen ich Dank. Auch gern. Jan May hat sich ja einen hübschen Ort für unser nächstes Treffen ausgesucht. Du meinst, ein U-Boot ist ein hübscher Ort? Ich hatte noch nie Sex unter Wasser. Ah, oh, ist das dann... Was ist, guck mal, wenn jetzt... Der Mile High Club ist ja, wenn du im Flugzeug quasi...
was ist dann, wenn... Naja, ihr wisst schon. Ist das dann der Mile Down Club? Der Underdown Club? Der Down Under Club? Ne, der Down Under Club ist was anderes. Das ist irgendwo im australischen Busch. Wenn du ein üppiges Gebüsch in Australien findest. So, Kinders. Ihr seid schon ein bisschen sexy. Winke, winke. Mile ich deep. Hoffe, ich sehe gut aus. Don't low, mile not dry club. Ich weiß es nicht. Geheime Passphrase zur Türöffnung nennen. Doppeldick. Die Amsel schweigt, wenn der Mond im Norden steht. Halt die Phrase. Halt die Phrase. Passphrase ist falsch. Gehen Sie weg. Geheime Passphrase zur Türöffnung Hallo, nennen. Hallo, Mary, einen wunderschönen guten Abend. Die Amsel schweigt, wenn der Mond im Norden steht. Passphrase ist falsch. Der schlackernde Aal schwabbelt im Nebel der Nacht. Geheime Passphrase zur Türöffnung nennen. Ist das schon wieder was mit diesem Ken? Passphrase ist falsch. Gehen Sie weg. Oh, ich muss mein Bein hochmachen. Ich sammle schon wieder Wasser irgendwie im Fußgelenk. Oh. Das kann ich nicht einfach so öffnen. Doch. Da muss ich wohl einen Code eingeben. Aber den habe ich jetzt irgendwie noch nicht. Kann ich den hier raus? Die Notiz ist von Jan. Diesmal war ich schneller. Willst du es haben? Doch, ich bin abgetaucht an einem Ort. Okay. Weißt du noch, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben? Und der andere Hinweis, wenn du wirklich so gut bist, wie ich denke. Kreisindustrie verkauft auch jetzt Gelenkwasser. Die Kamera an der Boje ist genau zur Tür ausgerichtet. Ist das nicht die Flagge von Emma? Vielleicht hat sie was beobachtet. Ah, Emma. Meine liebste Emma. Hi Danny, einen schönen guten Abend. Dunkles Stahlherz, bin mal abwesend, höre jetzt auf dem Kopfhörer zu. Darf jetzt mit dem Gabelstapler, weißt du, dunkles Stahlherz auf dem Gabelstapler und dann haut einer ein Dings raus. Und dann Glorious, bam, so zack, so in diesen Videos, wo dann so 15 Paletten Dosen umfallen, die dann in so einem Regal landen und das dann so in sich zusammenfällt. Und das erklär dann. Ist nur Styropor. Sag mal, das ist doch der Computer, mit dem du deine Überwachungskameras ansteuerst, oder? Genau. Mir entgeht nichts auf der Insel. Spannerin! Kannst du die Aufzeichnungen der Kamera an deiner Boje anschauen? Warum das denn? Da hat eine böse Frau versucht, etwas im Meer zu entsorgen und ich will sie zur Rechenschaft ziehen. Was? Dann schau nach. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, das scheint die richtige Kamera zu sein. Ich spule mal zurück, was passiert. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen, wie geht's dir? Dingo! Passphrase zur Türöffnung nennen. Larry ist eine schlappe Nudel. Echt jetzt? Passphrase akzeptiert. Wow. Wow. Das ist aber nicht so nett von ihr. Das ist gar nicht nett. Dingo, dankeschön für 10 Euro. Das Dry Age Sack, das trocknet noch bei 86 Grad. An der Klimaanlage. Weißt du doch, das servieren wir unseren Kunden morgen. Ich hoffe, Kies benutzt nicht wieder frische Zutaten, sonst kriegt er Ärger von mir. Also die Tomaten müssen mindestens 56 Schrumpelfalten haben. Vorher sind die einfach noch nicht verwendbar. Meine Kunden wollen Qualitätsdurchfall. Ich habe das Golddurchfallabzeichen 2023 bekommen. Ich habe die besten Staphylokokken auf meinem Tresen gezüchtet in der ganzen Stadt. Goldstaphylokokken. Ja.
Das werde ich morgen als Einleitung benutzen dann. Anusgrind mit Legionellen. Fünf von fünf, siehst du? Gesundheitsamt sagt, es ist okay. Jetzt hätte er auch hier wenigstens mal eine Anzeige machen können, damit ich nicht immer suchen muss. Die guten E-Kulis, ja. Geheime Passphrase zur Türöffnung nennen. Also, ich mag das nicht aussprechen. Pi, kannst du das mal ins Mikro sagen? Nö, das machst du selbst. Nur Pancetta statt Guanciale, ja, aber geht. Mit Pancetta Larry geht's auch klar. Ist eine schlappe Nudel. Passphrase akzeptiert. In der Kategorie dünnster Durchfall 2024. Dum, 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 allerdings. Dum, dum, dum. Van Gartenstream würde digital mit dir trinken. Hier ist Larry. Oh, guck mal, wie sie Larry hasst. Snobby, danke schön nochmal für 2 Euro. Ich weiß nicht, ob es diesen Sommer warum klappt. Hat sie hier einen Aufsteller von mir? Mal gucken, wäre schön. Was sind das für Aufzeichnungen? Wäre schön. Und Dokumente? Ach je. Franziska! Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass es dir auch mal auffällt. Ich sollte schnellstens den Stein suchen und von hier verschwinden. Etwas Tribut für das unterhaltsame Entertainment-Meisterkreis. Ray haut auch wieder 3,69 raus. Geil, dankeschön. Etwas Tribut. Vielen, vielen Dank. Für den, wie sagte man früher, für den Zehnten hat man das früher genannt, ne? Ja, hatte ich auch so ungefähr vor 2 Wochen. Es war richtig schön. Mit gebrochenem Bein hat es noch doppelt so viel Spaß gemacht. Ohne guten Grund gehe ich da nicht rein. Eiserne Jungfrau, ja, das ist der Titel, den ich 2024 noch kriege Grund wahrscheinlich. Ohne guten Grund gehe ich da nicht rein. Das ist ein Alarm. Sie muss mich entdeckt haben. Ich muss mich irgendwo verstecken. Also eine Jungfrau. Da kann ich mich verstecken. Zumindest hoffe ich, dass ich mich nicht pieke. Aua. Warum hat der Alarm angeschlagen? Agent Larry muss hier sein. Er hat sich sicher versteckt. Hier vielleicht? Nein. Ich hänge ein paar Sachen um. Aha. Oh, das ist ein Alarm. Oh nein. Sie muss mich entdeckt haben. Ich muss mich irgendwo verstecken. Da kann ich mich verstecken. Es gibt nur eine Stelle, wo du sein kannst, Agent Larry. Oh nein, geh weg! Du bist hier drin. Wer ist da? Rauskommen! Ich wollte schon immer mal in ein U-Boot. Dann herzlich willkommen. Ich mag's ja tief. Enttäuschend, dass du dich so einfach hast herlocken lassen. Erzähl mir, was hast du jetzt vor? Ich gehe überall hin, wo ich hingehen kann. Das habe ich schon bemerkt. Hoffentlich vergesse ich nicht, die Klappe zu schließen, bevor ich abtauche. Er hat schon das U-Boot infiltriert. Wahrscheinlich hat er alles über mich herausgefunden. Und stellt sich nur dumm. Ich muss aufpassen, dass er mir nicht noch mehr Geheimnisse entlockt. Ich habe keine Wahl. Ich muss ihn töten. Mit meinem tödlichen Schenkelquetscher. Ja! Damit wäre wissenschaftlich bewiesen, dass Jan Mais Schenkelquetscher so tödlich ist, wie sie behauptet hat. Und sie bekommt sogar noch extra Punkte in der B-Note. Sie hat für dich einen Superagenten gehalten und du musst sie feststellen, dass du dich überschätzt hast. Okay. Aber im nächsten Versuch kannst du es vielleicht ändern und ihren muskulösen Schenkeln entgehen. Will ich das? Ich kenne mir, also ich habe mehrere schlimmere Tode schon miterlebt. Also jetzt in dem Spiel.
Ich muss diesen Alarm irgendwie deaktivieren, schätze ich mal, oder? Sonst kommt immer Alarm, Alarm. Was ist das, ein Vorhang? Oh, ein Waffenregal. Aber ich bin ja Pazifist. Kann ich damit irgendwas anfangen? Als würde ich in einen Spiegel schauen. Als würde ich in... Ich hänge ein paar Sachen um. Oh, das ist ein Alarm. Sie muss mich entdeckt haben. Ich muss mich... Wenn ich mich genau davor stelle, sieht sie mich hoffentlich nicht. Es gibt nur eine Stelle, wo du sein kannst, Agent Larry. Du bist hier drin. Oder nicht? Aber hier sind Schuppen auf dem Boden. Die sind eindeutig von dir. Woher weiß sie das? Ich werde dich finden. Wer hat denn hier alles durcheinander gebracht? Oh, sie hat da hinten diese Karte dranhängen. Wieder in Ordnung, die sehe ich schon das ganze Spiel über. Kann ich ihr die jetzt wegnehmen? Räumliches Sehen nicht ihre Stärke. Vielleicht ist sie schwach auf einem Auge oder so. Nein, am Ende explodiert sie noch. Wofür das F wohl steht? Furzbombe. Hallo? Jan Mai? Sind Sie das? Ah, verdammt! Ich muss mich irgendwo verstecken. Kann ich mich dahinter verstecken? Ich verstecke. Jan Mai? Zentrale, Jan Mai hier. Was gibt es? Sie haben doch mich angerufen. Habe ich? Egal. Berichtet Sie. Wie ich vermutet habe, scheint Agent Larry einen Plan zu haben. Es hängt mit einer Höhle zusammen, in die er Faith bringen will. Aber dafür braucht er einen Schlüsselstein. Eines der Teile habe ich hier. So kann ich ihn in die Falle locken, ihm die anderen Teile klauen und selbst in die Höhle vordringen. Gut, das höre ich gern. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie ihn umbringen wollen, wenn es an der Zeit ist? Ich werde ihn in den Vulkan oder Reissack. Gutes Versteck. Ah, wunderbar. Er wird sich in der Lava komplett auflösen. Nichts wird von ihm übrig bleiben. Vor allem wird er schlimmste Qualen erleiden. Ja, beneidenswert. Wie bitte? Ach nichts. Ende. Hallo Raffi. Guten Abend. Brrr.
Was sagen die Notizen? Ich darf mich nicht von Jan May erwischen lassen. Das hilft mir nicht. Gute Idee. So langsam war's das mit den Verstecken, ja. Die beiden Sachen von... Dum, 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 dum. Ach stimmt, Faruk war ja nach Istanbul gereist. Ursli! Häberli, dankeschön! Für 5 Schweizer Franken. Unterm Tisch. Nee, unterm Tisch geht nicht. Brauche ich vielleicht noch ein Item? Kann ich mich umziehen? Storch im Salat! Und dann sieht's echt mau aus, oder? Ich weiß es auch nicht. Also ich hätte jetzt gerade spontan nichts hier, was ich hier noch machen könnte. Das ist gut, so. Schaltkasten, Alarm ausschalten. Der Schaltkasten ist keine. Oh, das ist ein Alarm. Sie muss mich entdeckt haben. Ich muss mich irgendwo verstecken. Wenn ich mich genau da. Agent Larry, du bist hier irgendwo. Ich weiß, wo du dich versteckst. Nein, aber an dem Vorhang hängen Fusseln von deinem Brusthaar. Du warst hier. Nächstes Mal finde ich dich. Er ist hier irgendwo. Ich sollte den Stein wegsperren. Oh. Dum, 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 dum. Vielleicht jetzt nochmal Alarm auslösen und ihr die Karte klauen? Wisst ihr, was ich meine? Also jetzt hier Alarm auslösen, hier verstecken und dann... Wie schuppig und haarig ist der denn bitte? Speicher mal eben. Ich hänge ein paar. Oh, sie muss mich. Ich muss mich. Wenn ich mich genau. Larry, ich weiß, dass du hier bist. Ein Superagent wie du kennt jedes Versteck. Du bist. Hier. Aha, doch nicht so. Da, Schenk. Schenkelfletscher. Ach so, sie schaut immer, wo ich zuletzt war. Also schaut sie dann wieder da. Das heißt, ich muss sie irgendwie... Okay. Warte. Ah, ist aber noch versteckt. Dann... Dumm, 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 dumm. Nicht viel, aber wenig. Eine kleine Spende viel, muss sein XD. Erstmal Storch im Salat. Alarm. Sie muss mich entdeckt haben. Da kann ich... Storch im Salat. Erstmal Dankeschön für 3 Euro. Vielen Dank für die Unterstützung. Und Reissack, Dankeschön für 5. Vielen Dank. Ich weiß, dass du hier bist. Heute rollt der Support aber wieder. Jedes Versteck. Du bist...
Hier. Nein, doch nicht. Aber es hängt noch dein Rasierwasser in der Luft. Du bist hier irgendwo an Bord. Oh, sie muss mich entdecken. Ich muss mich... Ich verstecke. Es gibt nur eine... Du bist hier... Ich wollte eigentlich gar nicht da draufklicken, aber... hier sind Schuppen, auch die sind ich. Aber bei der Bombe verstecken geht das denn? Kann ich mich. Aber wobei, da hat sie auch einmal. Nee, oder? Hat sie da nicht am Anfang geguckt? Ich würde jetzt gerne nochmal probieren, ob ich. Ich hänge ein paar Sachen um. Oh, sie muss mich. Ich muss. Wenn ich mich genau davor. Agent Larry. Du bist hier irgendwo. Ich weiß, wo du dich versteckst. Nein, aber an dem Vorhang hängen Fusseln von deinem Brusthaar. Du nächstes Mal finde ich dich. Wer hat denn hier alles durcheinander gebracht? Ich habe da noch keine Möglichkeit, die Maus irgendwie zu bewegen. Hab sie. Ah! Er macht's von alleine. Ich hab nichts gedrückt. Aber das war die ganze Zeit mein Plan. Sie da abzulenken und ihr dann an den Arsch zu fassen, wenn sie nicht aufpasst. Ja, das hat den Safe geöffnet. Da ist der Stein drin. Hab ich dich. Ah. Einen Augenblick. Verdammt. Hallo, Jan Mai. Ich wusste, dass ich dich hierher locken kann, Agent Larry. Du tust einfach alles, um dein Ziel zu erreichen, nicht wahr? Und du wirst nicht aufgeben. Ich hab's gerade eilig. Vielleicht geduldest du dich noch einen Augenblick. Nein. Ich hätte da... eine Überraschung für dich. Ah, okay. Ich gehe einfach, oder? Kann ich gehen? Ich weiß nicht, ob ich erleben will, was für eine Überraschung meine Stalkerin hat. Nichts wie weg hier. Für Helene erhobene Faust eher. Puh. Sascha K., danke schön. Wir fahren zurück zur Insel, Pi. Ein Glück. In U-Booten fühle ich mich so beengt. Alter, haut er 20 Euro raus im Superchat. Sexy Kreis für Helene Fister. Und Sie haben ihn mit dem Stein gehen lassen? Agent Larry wird es schaffen, alle Teile des Schlüsselsteins zu finden. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn dabei zu beobachten. Da oben ist übrigens der Typ. Lassen wir ihn die eigentliche Arbeit machen. Und Sie schlagen zu, wenn er fertig ist. Sehr gut. Ich mag Ihre neue Uniform. Damit wollte ich Agent Larry weiter um den Finger wickeln. Sein Pech. Na klar, als ob... Also? Nun, ich würde von einem Testlauf abraten. Ich konnte nur die Grundfunktion implementieren. Sascha, danke nochmal für 20 Euro. Mein Algorithmus ist noch nicht ausgereift und selbstlernend ist er noch lange nicht. Aber das Gesamtpaket ist doch gut genug, dass wir schon mal ausliefern können, ja? Eigentlich nicht. Wir liefern die Software als Update. Über Cloud und so. Aber... Hauptsache, wir haben die Peabots erstmal in den Schlafzimmern der Leute. Wie bitte? Ich dachte, der Peabot soll ein Helfer im Alltag werden. In den Wohnungen der Leute, meinte ich natürlich. Los, testen wir sie. Na gut. Stimmt, ich habe gespeichert. Wir könnten noch mal ausprobieren, ob sie uns wirklich nur sexen wollte. Oh Gott. Okay,
Vielleicht liefern wir nicht sofort aus. Aber mit ein paar kleinen Software-Updates kannst du das sicher lösen, meine Kleine. So einfach ist das nicht. Halt mich nicht für einen Narren. Nicht nur die Zukunft der Firma steht auf dem Spiel, sondern auch deine. Das werden wir ja sehen. Und schaff diesen Schrott weg. Der ist ja völlig unansehnlich. So jemand will doch niemand haben. Wird gemacht. Der Schrott könnte mir noch nützlich werden. Hey, am Ende ist sie die Böse. Larry, mich würde interessieren, wie du dir den perfekten Tag weiter... Mittags werde ich von meiner Frau am Pool massiert. Dazu einen Cocktail. Welchen Cocktail? Massive Erection Purple Nurple. Massive Erection Purple Nurple. Das hast du dir aber nicht gerade ausgedacht, oder? Was für eine gemeine Unterstellung. Das ist der bekannteste Cocktail auf der Insel Jamaica Naria. Dazu würde eine Jamaica Naria. Dödelmassage. Dödelmassage. Jedenfalls habe ich keine Termine. Und leicht einsitzen. Warum nicht? Jedenfalls lümmle ich den ganzen Tag im Haus rum. Planlos? Völlig planlos. Ja, wir schauen mal eben, was dann passiert. Tief in der Karibik. So, das Ding ist da drin. Wo hatte ich mich denn das letzte Mal versteckt? Ja, warte, zur Sicherheit machen wir schnell einmal kurz den... Sie muss mich nicht. Zur Sicherheit, ich weiß nämlich nicht genau, wo wir hängen, stehen geblieben sind. Ich versteck. Larry, ich... du... Nein, aber du... Okay, wir checken das. Ich hänge ein paar Sachen. Oh, sie muss mich... Ich muss... Wenn ich mich... Er kann's aber auch gut, ne? Agent Larry, ich... Nein, aber an die... Du warst nicht... Wer hat denn hier alles durch ein... Hab sie! So, dann nehmen wir mal den Schlüsselstein daraus. Ja, das hat den Safe geöffnet. Habe ich. Hallo Hyro. Einen Augenblick. Verdammt. Du tust und du wirst. Vielleicht ich hätte da. Okay, jetzt warten wir mal und gucken, ob was aus der Überraschung wird. Einfach mal abwarten. Hi Laura, schönen Abend. Irgendwer ist doch gerade gegangen, oder? Ich weiß es nicht. Aber hallo Laura. Aha, auch dir einen schönen du Abend. Hast tatsächlich Guten Abend. Gewartet. Und es hat sich gelohnt. Oh, nice. Wow. Oh, aber nur soft quetschen. Ey, Larry hat's gut. Ich hätte auch gern so ein schönes Leben wie Larry. Baby, das war... Süffig im Abgang. Süffig im Abgang. Du lebst noch? Du hast mich ja echt fertig gemacht. Aber wenn du mich umbringen willst, musst du dich schon mehr anstrengen. Larry, das ist... Unglaublich. Das ist nur meine normale Wirkung auf Frauen. Hey, was ist denn jetzt los? Sowas. Holt sich, was sie will und haut dann einfach ab. Naja, mein Herz gehört sowieso nur Faith. Da wird sie aber glücklich sein. Hoffentlich will sie nicht auch gleich Sex, wenn sie sich wieder an mich erinnern kann. Irgendwann brauch sogar ich mal eine Pause. Ach, Larry, komm, das sagst du jetzt nur so. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Puh, ich und das alle geschafft. Zuschauer, die das hier gerade sehen, wissen das ganz genau. Ein Glück, in U-Booten fühle ich mich so beengt.
Okay, nice, cool. Haben wir nochmal eine Runde mitgenommen. Und Sie haben ihn mit dem Stein gehen lassen? Agent Larry wird es schaffen, alle Teile des Schlüsselsteins zu finden. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn dabei zu beobachten. Lassen wir ihn die eigentliche Arbeit machen. Und Sie schlagen zu, wenn er fertig ist. Sehr gut. Ich mag Ihre neue Uniform. Ja, Coco, gestern hast du ja irgendwie alles verpasst, als du es dann... Okay, vielleicht liefern wir nicht sofort aus. Aber mit der... Das haben wir ja schon gesehen. Der Short könnte mir noch nützlich werden. Larry, mich... Mit welchen... So. Wir nehmen dasselbe wie vorhin. Massive Erection Purple Nurple. Und wir nehmen natürlich die Dödelmassage. Massage. Jedenfalls habe ich keine Termine. Und leicht einsetzen. Warum nicht? Jedenfalls lümmle ich den ganzen Tag im Haus rum. Planlos? Völlig planlos. Oh, ey, das klingt voll gut. Planlos zu sein. Das ist das beste Gefühl, was man haben kann. Man muss nur wissen, wie man es genießt. Schlüsselstein. Die beiden Sachen funktionieren. Ja, jetzt noch nicht. Ja, geil. Geil. So, dann schauen wir mal, was die Liste sagt. Audienz mit Faith kommt später. Der Sarg, den könnten wir finden, aber wir müssen wissen, wo genau die Mitte ist. Die Piraten haben ihren Server direkt neben dem Wrack der Unsatisfied versenkt. Also muss ich Teil ihrer Mannschaft werden. Und dafür müssen wir die andere loswerden. Die braucht ja irgendwie einen Job. One Wheel, moin Mahlzeit. Alter Mann. Was hat es mit dem Schiffsfriedhof auf sich? Der bei Fallus Rock? Da hat es ein paar unangenehme Untiefen, wie Seefahrer immer wieder festgestellt haben. Am besten hältst du dich von dort fern. So, dort haben sich ein paar echt seltsame Gestalten eingenistet. Das ist mir egal. Die Insel hat keinen touristischen Wert. Ich habe gehört, dass sie dort ein Startup gründen wollen oder so. Ja, Clitcoins. Wenn das funktioniert, mache ich aus Fallus Rock ein Industriegebiet und nehme ordentlich Grundsteuer ein. Wenn nicht, wird die See sie verschlingen. Ich liebe deinen Optimismus. Okay, hier gibt's keinen. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst nichts griffbereit hat? Ja, das ist meistens auch der Grund, warum ich welchen kriege. So, warte mal. Dann gehen wir mal in die Lobby. Ach so, ja, okay. Okay, das macht Sinn, was Menschen sagen. Wo ist die Insel da? Du bist doch unzufrieden mit deinem Job als Praktikantin. Schau mal hier. Das wäre doch was für dich. Ich war mal Stripper-Praktikant. Oh, das klingt wirklich interessant. Könnte was für mich sein. Zugegeben, man muss sich vielleicht ein wenig mit ihren Ernährungsgewohnheiten arrangieren. Ach, da lässt sich sicher auch ein Veganer-Tag in der Kantine durchsetzen. Jedenfalls ist das eine Gruppe, die weibliche Kompetenz besonders zu schätzen weiß. Und wo eine gute, zielgerichtete Organisation herrscht? Ich glaube, du könntest dich da gut einbringen. Okay. Wo finde ich die? Auf Muffington Island. Kannst du gar nicht übersehen. Vielen Dank, Larry. Ich mache mich sofort los. Aber ich muss noch eins tun. Hey, Lecoq, ich kündige! Also sowas Undankbares. Hey, ich brauche einen Job. Kann ich jetzt der neue Praktikant werden? Meinst du denn, du bist im Job gewachsen? Wir sind hier First Mover and Shaker und wir zerbrechen Dinge. Schön Schenkelquetscher wünsche ich dir. Hast du denn Erfahrung? Ich war schon Praktikant bei Prune. Ha, ein viel zu großer, lahmer Laden.
Früher war der mal innovativ, aber heute... Was genau hast du da gemacht? Eistee ist wieder da! Stripper. Hallo, Eistee! Praktikant. Na gut. Ich war Stripper-Praktikant. Wir können es ja mal versuchen. Oh ja. Prima. Was ist jetzt mein Job? Ich brauche gerade nichts, aber vielleicht kannst du Docs unter die Arme greifen. Der optimiert gerade irgendwas am Server. Bin dran. Ich segle dann mal davon. Hey! Was denn? Hey, ich bin jetzt der neue Praktikant. Dann geh mir aus der Sonne. Die Taube, danke schön für 5 Euro. Da kann ich doch helfen. Mann, ich muss mich erstmal wieder erinnern, wo der Server passiert die ganze genau Zeit so viel. Da könnte mir eins helfen. Bring Mona, mir gute Nacht. Von meinem Energy Drink. Alter, meine Konzentration lässt voll nach. Was genau ist das denn? Das ist mir egal. Hauptsache, es ist Taurin drin. Ich hab Energy Drinks. Ich muss los. Ich hab Energy Drinks. Ist das so ein Energy Drink, wie du ihn haben wolltest? Aha, das ist der gute Stoff. Sehr gut. Jetzt weiß ich auch wieder, bei welchen Koordinaten wir den wassergekühlten Server abgesenkt haben. Er liegt bei minus 11 und minus 13. Wie kannst du überhaupt was vergessen? Ey, wenn man so intensiv hackt wie ich, verliert man auch mal den Überblick. Du meinst, zockt. Na Ruhe, du Praktikant. Zeig etwas Respekt vor Leuten in leitender Position. Ich meine von Leuten in leitender Position. Aber wenn du frech werden willst, dann kümmere dich um den Server. Der läuft im Moment zu langsam. Wir müssen den Turbo-Knopf drücken. Das geht nicht von hier? Nein, nur manuell am Server. Warum versenkt man ihn dann im Wasser? Ihr abgesenkt habt, an einem Ort, den du gerade vergessen hattest. Ich sagte, du sollst Respekt vor Leuten in leitenden Positionen haben. Okay, dann schaue ich, was ich da machen kann. Wo finde ich die Taucherausrüstung? Woher soll ich das wissen? Ich tauche doch nicht selbst ab. Ich habe Allergien. Unter Wasser? Jetzt zeig mal ein wenig Initiative. Meine Güte, dass man seine Praktikanten immer so an der Hand nehmen muss. Schlimm, oder? Clint Eastnoob, dankeschön für 2 Euro. Vielen Dank für den Support, Torinos. Taucherausrüstung. Wir haben doch hier diesen Anzug. Können wir da nicht irgendwie eine Glasscheibe reinmachen oder so? Und das lässt sich. Minus 11. Minus 13. Da haben die den Server hingestellt? Wenn ich wüsste, wie man ewig lange die Luft anhalten kann. Das hilft mir nicht. Schade, ich dachte, wir könnten uns da irgendwie einen schönen Anzug rausmachen. Okay, also komme ich jetzt doch erstmal hier nicht weiter, oder? Besser nicht. Hey, du! Ach je. Ich hab mich mit Wendy getroffen. Und? Das war richtig toll. Der ist irgendwie süß. Ich weiß jetzt endlich, wer ich bin. Und was ich mit mir anzufangen habe, wenn du mir nicht geholfen hättest, Larry. Ich bin dir so dankbar. Wenn es um Männlichkeit geht, verstehe ich halt mein Geschäft. Und? Wie geht es jetzt mit euch beiden weiter? Wir treffen uns nachher wieder und machen weiter. Das ist die richtige Einstellung. Eistee! Boah, da ist ganz schön viel Kohlensäure drin. Ja, jetzt liegt er halt da. Eistee, dankeschön für 99 Cent. Vielen, vielen Dank. Ich muss weg. Ist keine Gliedmaßen, die du nicht kennst.
Bis später. Hey, du bist ja wirklich hier gelandet. Ja, danke für deinen Tipp. Das ist wirklich genau der richtige Ort hier. Kennst du die Königin? Die weiß, wovon sie redet. Oh ja. Sie hat mich nicht mal nur als Praktikantin angestellt, sondern gleich als Junior Nutrition Manager. Nutrition Manager. Aufschnitt. Aufschnitt. Nee, das ist nix. Ich muss dringend. Ach. Ich habe genug Blut aufs Gemälde. Die beiden Sachen eher nicht. Der Bug wieder hier. Da gehe ich doch nicht frei. Streams das Spiel morgen auch wieder. Wenn wir es heute nicht durch schaffen, dann ja. Sorry, aber das hat auch da, also da musst du dem Exilian für danken. Denn neben seiner großen Leidenschaft des Käsegenusses ist sein zweites großes Hobby, Kreischat ordentlich zu halten. Die anderen Moderatoren natürlich auch, aber alle kämpfen unter der wehenden Fahne des großen Gaudas. Käse Ergus hat er auch öfters. Okay, jetzt müssen wir denken, wir brauchen irgendwas Tauchermäßiges. Aber wo haben wir denn irgendwas Tauchermäßiges mal? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwas Tauchermäßiges gesehen hätte. Der Sarg. Sarg bei Gofuku Muffington Island. Genau in der Mitte, also hier irgendwo. Ja, der Anzug von dem Arschtypen im Hotel vielleicht. Hey, das stimmt. Er hat das ja mal gesagt auch, ne? Dass das ein guter Taucher... Also sie hat doch mal gesagt, dass das ein Taucheranzug ist. Und er dann meinte, ah ja, deswegen der Reißverschluss im Mund. Lilio! Oder Lilo. Lilo sollte ich sagen, genau. Ich erinnere mich. Ja. Heute gab es lecker Suppe. Meine Mama hat eine geile Suppe gemacht. Ah, Leute, man bräuchte viel länger eine Mama im Haus, Das macht es einem schon wesentlich einfacher. Und ich habe relativ gut ausgepennt. Ich habe auch heute Nacht heimlich meinen Panzerfuß mal abgenommen und habe das erste Mal seit langem wieder einfach so richtig auf der Seite geschlafen. Hat sich ein bisschen gerecht heute Morgen vom Schmerz her, aber die Krämpfe sind weniger geworden. Also war schon ganz geil. Kartoffelsuppe mit Magie. Nee, halt so eine Suppe mit hier Brühpolnische, sagt man in Bayern, oder Rohpolnische. Im Ruhrpott sagt man Mettenten oder Mettwurst, so, ne? Und da kommt dann alles, die ist im Endeffekt, ist die voll einfach. Eine Zwiebel anbraten im Topf, so, dass sie so ein bisschen glasig wird. Dann die Wurst klein schneiden, je nachdem wie viel Bedarf ist, ne? Mit reintun, bisschen anbraten, paar Minuten, eine bis zwei Karotten klein hacken, reinschmeißen, bisschen mit anbraten, dann Hackfleisch 400-500 Gramm reinschmeißen, anbraten, zwei Knoblauchzehen dazu, halt bisschen
bis es ordentlich durchgebraten ist. Dann Paprika, eine rote Paprika, klein schneiden, zack, rein, wieder 3-4 Minuten mit anbraten. Dann so eine Bohnen in Tomatensoße, so eine Dose, 400 Gramm, eine so eine Dose hier, Baked Beans oder was, die von Heinz kennt jeder, gibt's aber auch in billig. Einfach mit reinschütten, kurz heiß werden lassen. Dann so 3 mittelgroße Kartoffeln. Je nachdem, wenn man Bock hat, kann man ein bisschen mehr machen. Kleinschneiden mit rein, Liter Wasser rein, halbe Stunde kochen lassen. Halbe Stunde, am besten 40 Minuten oder so. Stunde ist natürlich noch besser. Richtig schön lange köcheln lassen, bis alles richtig schön suppig ist. Und dann hast du, das ist, das ist lecker, Alter. Ich mag das voll gern, die schmeckt mein richtig gut. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Aber das ist ein Taucheranzug. Mein Freizeitanzug. Vielleicht ist es ja auch nur ein Taucheranzug. Ja. Natürlich, Larry. Warum? Für den Schlauch. Total logisch. Ja, Mettbrötchen wie die 40. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Kochen mit Kreis. Warum? Ich habe euch doch gerade gesagt, wie es geht. Oh, geil, Eistee. Dankeschön. Das freut mich. Ich hoffe, er wird dir alle Körperregionen deines Körpers in Wohlbefinden überführen. Ja, du weißt schon. Eine Reise des Kuschelgefühls. Kreis Simply kochen. KSK, aber der kocht richtig gut. Der, kein Stress kochen. Herdverkehr. Das Aquarium, ja, aber. Brauche ja irgendwie Taucherklamotten oder sowas. Oder halt die genauen Koordinaten, aber sie rückt die ja nicht raus. Woher den Schlauch nehmen? Ja, woher den Schlauch nehmen? Eben, der ist super, den Leberkäse. Ich mache auch das, der Pizzateig und so, der hat einfach eine geile Art, seine Videos zu verpacken und der macht irgendwie so ehrliche Küche, ne, auch das Dings, allein das Grundrezept von dem Gulasch, Alter, das ist einfach schon geil. Und auch, dass er gesagt hat, dass er Rinderwade nimmt oder im Ruhrpott und so, da sagt man dazu gerne mal Beinscheibe oder so. Rinderwadeln kannten die nicht, das ist eher sowas, also hier in Bayern, Österreich weiß das jeder irgendwie beim Metzger direkt. Als ich im Ruhrpott war und meinte, ich brauche ein Kilo Rinderwade, gucken die mich alle an. Hä? Wie was, Wade? Bei denen ist das offensichtlich eine Beinscheibe. Und, Alter, und das ist voll geil, weil das halt so ein bisschen durchzogener ist und dadurch kommt dieses ganze Kollagen quasi da raus aus dem Fleisch und geht mit über in den... Und dadurch wurde das noch viel sämiger und so. Das hat mein Gulasch aufs Next Level gebracht. Hochgehen beim Pool wüsste ich jetzt nichts. Da liegt ja ein Buch. Man kann nicht genug Unterlagen bei sich haben. Was ist denn das? Nee. Nee. Hier steht drin, wie man richtig tief tauchen kann, ohne zu ersticken. Aha, mal nachlesen. Also, erst einatmen, dann Luft anhalten und dann abtauchen. Ha, das klingt einfach. Ja, also jetzt Apnoe tauchen. Wer braucht einen Taucheranzug? Ich bin jetzt Profi im Apnoe tauchen. Ich habe ein Buch gelesen. Hier unten war das irgendwo minus 13, minus 11, ne? Oder?
Oder minus 11, minus 13. Nee. Nee, wo war das nochmal? Minus. Minus 11, minus 13, ne? Super einfach Apnoe tauchen. Wenn ich wüsste, wie man ewig... Ich weiß, wie das geht. Kein Problem. Das muss die Stelle sein, wo der Server im Wasser steht. Okay, das Heftchen erklärt mir, wie man das mit dem Abtauchen macht. Hättest du nicht irgendwie eine Tauchglocke improvisieren können? Du weißt schon, irgendwo hier im Archipel eine Salatschüssel finden, mit Klebeband abdichten, Luftzufuhr mit umgebauten Feuerlöscher und so. Das hätte eher zu dir gepasst. Ja, aber es gab kein Budget mehr für Assets. Was sind Assets? Keine Ahnung, aber die Stimmen in meinem Kopf sagen, dass sie zu teuer sind. Sogar jeder Satz von uns ist ein Asset. Okay, dann halte ich jetzt die Klappe. Ein Glück, dass wir unter Wasser sowieso nicht sprechen können. Wieder was gespart. Das muss die Anzeigezahl sein. Das Schiff, mit dem die Gründervölker das Archipel entdeckt haben. Hier ist ein Zirkelstein in der Nähe. Ich kann es dir. Vielleicht hast du auch einfach die Zirkelkrankheit. Und das da hinten muss der Server sein, von dem Doc geredet hat. Nein, nicht die. Jetzt habe ich Schwimmflügel. Ein Fischernetz. Ich dachte, ich nehme jetzt die Schwimmflügel und heb dann ab. Die Korken sorgen für Auftrieb. Ich soll den Server aufdrehen. Also wollen wir mal. Da scheint man noch mehr rausholen zu können. Okay, jetzt volle Serverleistung. Dann werden sich Stock und Lux freuen. Oh, der Server ist offenbar überlastet und musste die Kühlung verstärken. Jetzt scheint der Server voll ausgelastet zu sein. Da ist ein Eingabefeld dran. Also Apnoe tauchen ist voll einfach. Ja, das lässt sich nicht öffnen. Ja, da drin könnte ein Zirkelstein funkeln. Hm. Das ist gut, so wie du. Das tut mir nicht. Nacht Eistee! Ja, das hat ein wenig zu Aufzug an der Bombe, aber ich weiß noch nicht. Schwimmflügel? Vielleicht sollte ich besser in Deckung gehen. Ja, vielleicht. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Totenkopf-Ding. Er hat's Bo angefasst. Er hat's Bo angefasst. Ruhe, Pferdefresse! Pferdefresse? Zum Glück war das Schiff schon gesunken. Ha! Da ist ja der Schiffestein. Mr. Wang? Jetzt nicht, meine Kleine. Gleich kommt meine Lieblingssendung. Korea hat große Talente. Da kommen Frauen in Bikinis unter. Ich habe etwas. Klingt von einer Faith guten gefunden. Sendung. Den Algorithmus? Nein, aber ein Hinweis darauf. Ja? Ich habe ihre Arbeitsdateien durchsucht und dabei bin ich auf ihre persönlichen Aufzeichnungen gestoßen. Oh, schick sie mir alle. Die meisten Aufzeichnungen sind nur Überlegungen, wie sich der Technologiemarkt wandelt, welche Herausforderungen die Menschheit und wie sie diese... Keine Nacktaufnahmen? Nein. Langweilig. Jedenfalls.
Jedenfalls habe ich auch diese Aufzeichnungen hier gefunden. Ja, ich glaube, Lilo, ich glaube ja. Logbuch der Kapitänin, 23.57 Uhr. Ich habe einen Durchbruch beim selbstlernenden Algorithmus erreicht. Nach Installation auf einer Pi entwickelte sich diese in kürzester Zeit so schnell, dass sie fast menschlich war. Aber damit begannen auch die Probleme. Die Test-Pi begann auch, irrationale Züge zu entwickeln. Sie wurde regelrecht größenwahnsinnig, als wüsste sie zu viel. Ich hatte keine Wahl und musste das Experiment abbrechen, diese Test-Pi löschen. Diese Software ist eine Revolution und eine Gefahr. Ich muss sie weiter verfeinern und noch ein Element finden, das verhindert, dass sie sich so extrem entwickelt. Hallo. Bis dahin darf ich nicht riskieren, dass dieser Algorithmus in die falschen Hände gerät. Echt, Bihi sagt, mach mal Daumen. Würde, wenn er in ein vernetztes System gelangt. Mach mal mehr Daumen, dann mach ich mehr Videos. Wie Dice. Sondern immer ganz nah bei mir behalten. Erst muss ich selbst den Algorithmus perfektionieren. Nur ich. Logbuch Ende. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, dass nur Faith weiß, wo sie den Algorithmus versteckt hat. Und dass wir auf den Firmen. Vielleicht in ihrer Knastbrieftasche. Vielleicht heißt es auch. Ja? Dass wir dieses Projekt nicht weiterverfolgen sollten. Faith hatte Angst davor. Ich kenne keine Angst. Hi, Tara Crow. Ich will diesen Algorithmus. Wenn wir den nicht haben können, will ich meinen eigenen Algorithmus. Bau mir meinen Algorithmus, meine Kleine. Sonst schicke ich dich zu. Korea hat große Talente. Oh, ich kenne aber ein Talent, was sie hat. Wenn ich dich so sehe. Oh, glaub mir. Die kann ein paar Tricks. Larry, da habe ich große Augen gemacht, als sie die angewendet hat. Perfekten Tages vor. Irgendwann fragt meine Frau, was ich zu Abend essen möchte. Weil das Hausmädchen ja immer noch frei hat. Genau. Und du nicht kochen kannst. Du kennst mich so gut. Was ist denn dein Lieblingsessen? Hackbraten aus lokalen Spezialitäten, auflaufende Burger aus Fleisch von einem anderen Kontinent, Würstchengulasch mit Haselnusscreme und Ketchup. Moment mal, diese Haselnusscreme, ich meine, ich mag Würstchengulasch, aber... Burger aus Fleisch von einem anderen Kontinent. Okay. Dann haben wir ein ganz romantisches Abendessen und danach... Aber wo kommt die Haselnusscreme her? Sex. Und wie immer hatte ich recht. Meine wunderschöne Frau wartet schon in Reizwäsche auf mich. Was dann passiert? Du weißt schon, das wäre dann mein... Ich meine, wir sind ja auch alle so gedrillt auf so und Nudeln weißt du mit Ketchup und so. Jeder Tag oder halt so sein. Kann mir vorstellen, dass Nudeln dir das mit gefallen ganz würde. Vielen Soßen und sowas. Aber wisst ihr, was auch geil ist? Was ich habe das oft gegessen schon und das schmeckt echt gut. Wenn du kochst einfach ein paar Nudeln und dann nimmst du dir, wenn du noch so Rahmspinat übrig hast, hier den mit dem Blub oder so. Und dann ballerst du dir auf diese Nudeln einfach Rahmspinat drauf und obendrauf am besten noch ein Spiegelei. Das klingt vielleicht erstmal dumm. Aber ich habe auch erst gedacht, ja, kann das gut sein? Aber mir hat das echt gut geschmeckt. Nudeln mit fucking Rahmspinat, Alter, und noch ein Spiegelei drauf oder zwei. Das ist richtig lecker. Das ist echt lecker. Also mir persönlich hat es echt gut geschmeckt, hätte ich nicht gedacht. Geht auch super mit Kartoffeln. Ja, Kartoffeln mit Rahmspinat, das ist so ein Ding. Dann manscht man auch die Kartoffeln schön mit dem Spinat. Weißt du? Dann kannst du den Spinat schön in die Kartoffeln manchen mit der Gabel und dann essen. Das ist dann geil. Aber Nudeln hätte ich nicht gedacht. Ne? Dass Nudeln mit Spinat geht, so. Und halt dazu so ein Spiegelei noch am besten. Aber nur so, also nicht sunny side down, also kein Ochsenauge, wie man in Bayern sagt. Nicht von beiden Seiten. Oder, ich glaube, nee, warte mal. Ist in Bayern das Ochsenauge von beiden Seiten oder nur von einer Seite? Halt nur von einer Seite gebraten, ne? So, dass das Eigelb noch so ein bisschen floated. Das ist geil. Gute Nacht, die Taube. Danke für den Support nochmal. So, Alter, wir haben jetzt schon drei Teile. Das. Ich weiß nicht, wenn ich mir diese Teile so ansehe. Habe ich das Gefühl. Das hilft mir nicht. Nudeln mit Rahmspinat, Knoblauch und gebratene Hühnerwurst. Oh, das klingt auch gut, ey. Geht auch mit Spätzle, ja. Nudeln mit Spinat-Käsesoße, das klingt auch voll gut.
übrig gebliebene Nudeln mit Soße warm machen auf dem Toast. Aber das sind alles so Kombinationen, ne? Also, ich hatte die Nudeln nie zusammen mit Spinat, also bis vor 2 Jahren oder so, hatte ich Nudeln nie zusammen mit Spinat auf dem Radar. Nudeln mit Butter, aber dann salzige Butter. Oder halt noch so ein bisschen Salz drüber. Dann ist auch geil, Dorian. Aber ich habe gesehen, bei Mc's gibt es neue Royal Burger. Irgend so ein Barbecue und irgendwas mit Cheese oder rauchigem Käse oder weiß ich nicht. Die muss ich auch noch austesten in den nächsten Wochen irgendwann, bevor sie wieder weg sind. Warte mal, wir schauen jetzt mal eben kurz hier in die Notizen. Der Sarg, wir müssen den Sarg finden. Das ist das einzige Ziel, was wir quasi jetzt noch haben. Ja, die Nudel ist eine Frucht, Tobi. Ja, die Nudel ist schon so ein geiles Ding. Und ganz ehrlich, ich esse zwischendurch auch gerne, und ich weiß, da schreien immer viele und sagen, bäh, i, kitty pui, aber ich esse auch gerne mal Vollkornnudeln. Die haben so einen eigenen Eigengeschmack, aber den, wenn man den mag, dann sind die geil. Ich finde die gar nicht so. Die haben auch irgendwie einen anderen Biss. Aber manchmal kommen die gut. Manchmal brauche ich auch Vollkornnudel. Keine Einnudel. Der Brotliebhaber-Mensch ist da. Ich hoffe, du liebst das Brot nicht zu intensiv. Ja, aber ich habe so viele Leute verteidigen immer ihre Dings. Die haben dann immer Angst, dass du direkt so, dass du Veganer bist oder so. Weißt du, so dieses, oh, ich mach mal was mit Vollkornnudeln. Hä, was, bist du vegan? Nee, warum? Was? Ich dachte, das dürfen nur Veganer kaufen. Ja, hartgekochtes Ei mit Maggi ist eh geil. Das Ei ist halt die Grundlage dafür, dass man sich eine Übermenge Maggi reinballern kann. Dum, 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 dum. Maggi, einfach nur Salz. Scheiß auf Nudeln, ich will sexy Kreis-Smiley mit Freudentränen. Oder Remoulade, richtig fett Remoulade auf das Ei drauf, ist auch richtig geil. Ach, Frau Fuchs, hallo erstmal. Sascha K. und nochmal 20 Euro raus. Ja, okay, dann gönnt euch halt. Cause you got that. I like you, cause you got that. Something that I need in my life, so give it to me. Cause you got that. Like you, cause you got that. Something that I need in my life, that I need. So cause you got that. Like you, cause you got that. Something that I need in my life, so give it to me. Cause you got that. Like you, cause you got that. Something that I need in my life, that I need. So cause you got that. So, jetzt zufrieden. Danke, Sascha. So, Leute, wo ist jetzt hier die Mitte? Ah
Also das ist ungefähr die Mitte. Ich bin zu viel das verstört, aber zugleich auch geil. Das war irgendwie nicht die Mitte. Oh, guck mal hier, ein Fächer. Kombiniere. Der Fächer ist ein Hinweis darauf, dass sie sich eine Gesichtsverletzung zugezogen hat, die sie kaschieren wollte. Und wenn es so wäre, würde das nicht weiterhelfen. Kombiniere. Und du sollst den mitnehmen. Kombiniere. Die Hand symbolisiert, dass sie nach dem ewigen Leben greifen wollte. Oder sie hat einfach eine Hand, weil sie ein Mensch ist? Das könnte auch sein. Weiß ich aber nicht, ob das so unbedingt stimmt. Kombiniere. Der Ohrring ist Teil eines verfluchten Aztekenschatzes. Das Einzige, was hier flucht, bin ich. Guck mal da eine Notiz. Ich nehme den Brief mit. Darauf steht: Mein geliebter Reginald, ich fürchte, es geht mit mir zu Ende. Wahrscheinlich leide ich an Schwindsucht. Ich bekomme kaum noch Luft. Für immer dein Lady Gobbledick. Sie hatte Atemnot. Ja, ich musste ihn dazu inspirieren, Martin. Ich habe ihm gesagt, tu es. Und habe ihm dann die Musik geschickt. Kombiniere. Sie hat die ganze Insel durchkämmt, aber den Schlüsselstein nicht gefunden. Dann wärst du auch nicht besser als sie. Kombiniere. Lady Gobbledick hat Gold von Reginald Cockburn gestohlen. Und er hat sie getötet. Das ist Blödsinn, Larry. Hä, aber... Sag mal, ah... Oh Gott. Da ist etwas im Rachen. Ich glaube, ich kann es rausholen. Das ist ein Teil des Schlüsselsteins. Doch, bei Gelegenheit sicherlich, böser Bär. Bevor ich mir das Bein gebrochen habe, einen Tag vorher haben wir noch gezockt. Aber jetzt bin ich gerade so im Point-and-Click, im Larry-Mode und so. Hallo, bist du hier? Ja. Wie ist der Status? Ich habe die Gruppe versammelt. Wir warten auf Anweisungen. Gut. Ich muss noch einige Dinge vorbereiten und meine Spuren verwischen. Ich habe auch El Kommandante eine Nachricht zukommen lassen. Er wird bald eintreffen. Dann können wir planen, wie wir Prune vernichten. Sehr gut. Es wird Zeit für... La Revolution! Okay. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen Klar, wieso? Das lässt sich... Was? Was für ein Brett. Das hilft mir nicht. So, jetzt kommt der alte Auftrag wieder. Den wir jetzt irgendwie mal... evaluieren müssen hier. Wir haben nur noch die Swingles-Ding. Wir haben ja alle Pimmelsteine. Das Innere der Ruine ist gespickt mit Fallen, ja. Die Lapa wollen ein Abenteuer. Da fällt mir doch bestimmt was ein. Dafür brauchen wir das Buch. Wir müssen also irgendwo das Witzebuch finden. Zum Server-Dude, stimmt. Könnten zum Server-Dude nochmal fahren und gucken, was los ist, ne? Aber wirklich die besten Fotos jetzt von... Oh Gott, Zoe. Das klingt irgendwie ein bisschen... Naja, merkwürdig. Ja, Helldivers 2, sogar als Ego-Shooter, hätte ich nicht gedacht. Hey! Was denn? Der Server läuft jetzt volle Pulle. Krass! Hätte ich dir gar nicht zugetraut, Alter.
Toll. Ich muss los. So, der Server ist optimiert. Ha, ich wusste doch, dass auf Docs Verlass ist. Ich hab das gemacht. Natürlich. Und Humor hast du auch. Ich kann Sadie verstehen. Ich segle... Am Strand? Ne, die haben doch gesagt, sie haben das Witzebuch vor dem Wasserfall irgendwo hingeworfen. Oder nicht? Warte mal, das ist die Dingsinsel? Dann müssen wir da hin, oder? Da. Habt ihr vielleicht irgendwo ein Buch mit schlechten Witzen gesehen? Jo, wir haben sowas bei dem Festival mitgenommen. Unser Rollenspielbuch ist dort verschwunden. Echt doof. Das hat der Witzetyp gefunden. Klar. Wir haben es weggeschmissen. Wo denn? Da draußen vor der Höhle irgendwo. Okay. Ich muss weg. Ich bin mir fast sicher, dass das irgendwie in diesem Busch sein muss. Oder übersehe ich hier irgendwas? Mal mit Leertaste checken. Nur der Busch ist noch da. Vielleicht haben die Typen das Witzebuch hier reingeworfen. Ich muss einfach nur draufklicken, ernsthaft? Das muss das Witzebuch von Louis sein. Ich dachte, ich brauche eine Schere oder irgendeinen Scheiß, weil er am Anfang in diesen Busch nicht reinpacken wollte. Du liebe Zeit. Diese Witze sind ja sogar noch älter als ich. Lies doch mal einen vor. Ey. Und ich renne die ganze Zeit rum und fass nicht an den Busch, weil ich dachte, ich brauche irgendwas, um den Busch genauer zu erkunden. Einfach mal ein bisschen dran an den Busch. Einfach mal dran fassen und dann öffnet sich diese Buschspalte. Nabend! Snack, snacks, Disneyland-Nissen. Hier, dein Witzebuch. Ah, da ist ja das gute Stück. Endlich wieder Qualitätshumor aus der guten alten Zeit. Hinten ist sogar ein Anhang drin, wo aufgelistet ist, wen man alles mit den einzelnen Witzen beleidigen kann. Hier, kannst du haben, diesen Rollenspielquatsch. Das hat ja die Stimme von dem Konkurrenzmakler. Danke. So, Leute, willkommen von zu Phil meiner aus Show. Der Serie Modern Family. Ach so, du meinst. Jetzt alles im grünen Bereich. Forbes, oder wie heißt der? Heißt der nicht irgendwie so? Ich möchte mich jetzt schon mal bei all den Randgruppen entschuldigen, die ich jetzt beleidige. Zum Beispiel bei Frauen. Das hier ist ab sofort ein Safe Space für geschmacklosen Humor, Leute. Hier werden noch Witze gemacht wie früher. Hier muss sich niemand für seinen Humor entschuldigen. Hier ist noch alles erlaubt. Hier darf man sich auch noch nackt vor anderen einen... okay, vielleicht nicht alles. Also, haltet euch fest. Eine Blondine lehnt sich an einen Baum. Da fällt der Baum um. Warum? Der Klügere gibt nach. Nicht lachen, Challenge. Na los, komm. Auch noch einen raus. Warum parken ältere Blondinen noch schlechter als jüngere ein? Weil im Alter das Gehör schlechter wird. Kennt ihr, ne? Ja, die Blondinen. Aber hey, ich probiere mal anderes. Kennt ihr, ne? Man kann sich ja nicht nur über Blondinen lustig machen. Mario Barth. Wir haben ja schließlich auch noch die Ausländer. Wow. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier stehen bleiben soll oder nicht. Wie nennt man einen Ausländer, der in einem eigenen Haus lebt? Adoptiert! Alter! Was ist mit dem Spiel los? Wow! Sitzen zwei Ausländer in einem Auto.
Wer ist der Fahrer? Ein Polizist! Alter! Alter! Wie hält man einen Panzer der ausländischen Armee auf? Man erschießt den Kerl, der ihn schiebt. Was ist ein Ausländer ohne Rasenmäher? Arbeitslos. Hey, wenn euch das alles zu hoch ist, kann ich mich gern auch mal auf euer Niveau begeben. Auch wenn es da unten ziemlich dunkel ist. Neulich habe ich zum Kenner gesagt, ich hätte gern 3 Eier. Hat er gesagt, ich auch. Für was? Das hat überhaupt keinen Nutzen. Was ist rot, hat eine schöne Kruste und läuft im Wald rum? Brotkäppchen. Oh Mann. Okay, ja. Ja. Sagt der Zahnarzt, das wird jetzt wehtun. Sag ich, ach, wird schon gehen. Sagt der Zahnarzt, ich hab mit ihrer Frau geschlafen. Okay, ich sehe schon, das ist alles immer noch etwas zu hoch. Versuchen wir mal was anderes. Das ist der nervige Onkel auf den Geburtstagen, ja, oder bei Hochzeiten. Treffen sich im Wald 2 Jäger. Beide tot. Haha. Hm? Treffen sich 2 Parallelen. Klickt nicht? Hm. Nun geht's rund, sagt der Papagei, als er in den Ventilator fliegt. Ja, wir gehen. Da steht alles Mögliche über Raumschiffe, Aliens, Drachen, Vampire und so komisches Zeug drin. Ach Gott, welche Insel war das? Die hier wieder, ne? Nicht mein Fetisch. Besser nicht. Ich will gerade nur telepathisch kommunizieren. Okay. Okay, los geht's. Ich kann's kaum erwarten. Ich mag das hier nicht. Die beobachten mich. Ich kann... Fang an! Also, euer Raumschiff ist auf einem fremden Planeten abgestürzt. Dort gibt es die Überreste einer uralten Zivilisation. Guter Anfang! Da nähert sich etwas. Es ist... eine körperlose Intelligenz. Oh, wie in Folge 165. Schnell, das Wesen erfasst Besitz von... einer Echsenstatue. Jawohl! Die Echse erwacht zum Leben. Knirschend nähert sie sich dir. Ich konsultiere das Sternflottenhandbuch zu den Verhaltensregeln. Sein Detektor. Mit besessenen Echsenstatuen. Ja, das auch. Aber da holt sie aus und will dich zerschmettern. Du. Modulierst die Pulsfrequenzen deines Tricorders auf Alpha 7. Denn so werden die molekularen Strukturen der Echsenstatuen neu kalibriert. das wollte ich gerade sagen. Die Statue ist erstarrt. Schnell! Klärst du dein weiteres Vorgehen mit dem Sternenflottenkommando ab? Ja, genau das mache ich.
Tolle Geschichte. Was mache ich jetzt? Die Echsenstatue steht auf einer tödlichen Falltür. Langsam erwacht sie wieder zum Leben. Im letzten Moment ziehst du den Hebel. Ja! Nacht, Valkyrie! Oh. Die Aliens haben ihn entführt! Hallo? Alles in Ordnung da unten? Hab ich die körperlose Intelligenz besiegt? Natürlich! Du bist der Held des Tages! Das war toll! Ich hab sogar mein Hemd aufgerissen und blute! Warum ist eigentlich mein Bein so verdreht? Ich glaube, ich brauche eine Pille. Ich rufe dann mal den Bordarzt. Okay. Wir werfen ihm dann was runter. Wir vergessen ihn nicht. Ui. Ist das dunkel hier? Ich sollte erst mal Licht anmachen. Haben wir irgendwas, was leuchtet? Nicht wirklich, oder? Gucken, ob ich hier irgendwas zum ersten Raum... Also finde ich hier nichts. Ah, ich habe Pilze, stimmt. Aber was können wir... Aber muss ich die Pilze... Gute Idee, aber... Vielleicht irgendwie eine... Die beiden Sachen So eine Art Taschenlampe bauen. Hi, Pyro-Danny! Bloß nicht essen, die Pilze. Ja, warum nicht? Hallo? Noch jemand da? Ein bisschen weh tut das schon. Kann ich vielleicht ein paar Sternflotten-Tabletten ja, haben? Werfen wir gleich runter. Hier raschelt irgendwas. Vielleicht ist es ja ein Sklavenmädchen von Orion. Oh, es ist ein Dax. Ganz bestimmt. Nein, Dax, du sollst nicht das Blut weglecken. Du sollst auch nicht mein Bein anknabbern. Ah, nimm das. Piu, 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 piu. Genau, weg mit dir. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Mit Verstärkung oder so. Wie die Ramelaner. Meine Kater gehen auf den Maus. Die Ramelaner? Ein Ramelaner. Oh. Er wirkt ziemlich abwesend. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Sieht bedrohlich. Smokey kenne ich noch aus... Sonnensymbol, Mondsymbol. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Hm. Diese Krüge sehen... Ich habe eine Idee, wer genau danach sucht. Einfach so laufe ich da nicht durch. Kann ich die Planke vielleicht benutzen? Die beiden Sachen funktionieren. Das ist gut. Das hilft mir nicht. Diese Lichtschalter finde ich aber irgendwie gut. Ach, irgendwer suchte doch. Warte mal, dann müssen wir jetzt hier. Er wirkt. Müssen jetzt das LARP durchspielen. Ich kann dir als Spielleiter eine tolle Geschichte bieten. Echt? Kann ich da drin auch putzen? Ja? Am besten spielt das an einem total verdreckten Ort, wo ich heldenhaft putzen muss. Kennst du so einen hier? Ich muss erst... Gut. Over. Dann gehen wir mal zu Kyle. Kyle Uluglak. Hey, ich kann für euch den Spielleiter machen. Was? Du? Siehst gar nicht danach aus. Was meinst du, was ich für eine Fantasie habe?
Du musst aber für uns alle hier wirklich was zu bieten haben. Klar. Hab ich. Wir wollen aber auch an einem Ort spielen, der perfekt für uns ist. Wie stellt ihr euch den vor? Wir wollen echte Helden sein und Todesfallen meistern. Haben wir. Je gefährlicher, desto besser. Hab ich. Kennst du so einen Ort? Realistischer könnt ihr ja, gar nicht. Ich weiß genau, nachspielen. Wo ich euch ein tolles Lab bieten kann. Was meinst du, Kyle? Probieren wir es aus? Warum nicht? Langweiliger als hier kann es nicht sein. Also los. Diese Lichtschalter, okay, ich will auch so Lichtschalter haben. Ich hoffe, es geht um eine sexy Space-Prinzessin. Okay, warum nicht? Also, die wunderschöne Prinzessin namens... Leela, die hübscheste Frau des Universums, ist aus dem Palast auf ihrem Heimatplaneten... Also wir müssen immer die unterste Antwort nehmen, weil die mit dem Buch ist, ne? Ihrer wunderschönen Heimat Wiesbaden. Sexmania entführt worden. Dahinter stecken fiese Aliens, die mit ihr schreckliche Sachen anstellen wollen. Was hat sie denn an? Praktische Kleidung mit vielen Taschen wäre natürlich gut. Frauen mögen praktische Kleidung mit vielen Taschen. Wenn ihr eurer Freundin oder Frau ein Kleid schenken wollt, achtet darauf, dass das Kleid Taschen hat. Dann habt ihr gewonnen. Sag ich euch, wie es ist. Stauraum, egal ob in der Wohnung oder an der Kleidung, ist immer gut. Man hat mit Stauraum noch nie was falsch gemacht. Auch bei Männern nicht. Stauraum ist immer super. Weite Gewänder. Eine realistische Rüstung mit einem hochgeschlossenen Brustpanzer. Natürlich ein Goldbikini. Einen Goldbikini. Perfekt. Doch zum Glück sind zwei strahlende Helden ihr gefolgt, um sie zu retten. Das sind wir, Finley. Ich weiß, du Dumpfbacke. Weiter. Die beiden dringen in die Raumstation ein. Ja, Tom, war doch im ersten Teil auch die Figur. In der die Prinzessin gefangen gehalten wird. Sie kämpfen sich vor bis zum Gefängnis. Im ersten Teil, die Figur hatte doch auch Jabba-Dings da und ein Goldbikini. Hammer. Ich kann die Prinzessin fast schon vor mir sehen. Hi, Jason. Ja, ich bin auch total drin. Wir müssen sie retten. Die Prinzessin wartet auf ihre beiden Helden. Doch das Schicksal hat ihnen viele tödliche Fallen in den Weg gestellt. Oder die Aliens. Hey. Das muss jetzt aber auch so richtig unsere Fantasie anregen. Ja, ich will mir total gut den Palast vorstellen. Am besten machst du dann das Licht aus, damit wir uns im Dunkeln so richtig gehen lassen können. Oh, tolle Idee. Okay, das bekomme ich hin. Was soll ich jetzt machen? Was? Einfach so. Was hat er gesagt? Am besten machst du dann das Licht aus. Ach so. Okay. Ich mache jetzt das Licht aus und euer Abenteuer beginnt. Sag uns genau, was wir tun müssen, um die tödlichen Herausforderungen zu meistern, die vor uns liegen. Okay, das sollte kein Problem sein. Sie werden schon nicht tödlich sein, hoffe ich. Also, es nähert sich euch ein bissiges Tentakelmonster. Ihr... Oh, warte mal, was? Rennt geradeaus, so schnell ihr könnt. Das tut weh. Los, weg hier. Sag mal, was waren das denn für Anweisungen? So funktioniert das nicht. Du musst uns durch die Fallen lotsen. Und zwar ohne, dass wir zerstückelt werden. Ja, das macht uns keinen Spaß. Oh, Mann, oh. Okay, ich versuche es. Einfach so. Einfach. Ich würde mir halt gerne noch mal die Ruine komplett einfach so angucken. Dort geht es tiefer in... Da ist zuerst diese tiefe Grube. Okay, tiefe Grube. Dann eine harte Steinschwinge. Grube Schwinge. Dann eine gnadenlose Presse. Und eine spitze Pfeilschussanlage. Okay, die Frage ist nur, wie kommt man da durch? Ich mache jetzt das... Sag uns... Okay, das sollte kein... Hoffe ich. Also, ihr... Hechtsprung. Macht einen Hechtsprung.
Halt durch, Prinzessin! Wir sind schon unterwegs! Und zieh schon mal den Goldbikini aus! Los geht's! Piu, 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 piu! Dum, dum, piu, dum, dum, piu. Dum! Bum, bum! Ihr entkommt dem Tentakelmonster, aber es tauchen Palastwachen auf. Da schießen die Wachen auf euch. Ihr... Pauli Falls, dankeschön für 5 Euro! So, jetzt kommt die Schwinge. Also ducken so tief wie möglich, oder? Duckt euch so tief wie möglich. Durch die Schüsse stürzen die Wände ein. Ihr... Jetzt kommt ja die Presse, also nach vorne abrollen, würde ich mal sagen. Rollt euch nach vorne ab. Hep, Achtung, dort! Wir kommen, Prinzessin! Aber dann erscheinen die intergalaktischen Todesstrahler aus den Wänden. Ihr... Oh, wie kommt man jetzt? Rennt geradeaus, so schnell ihr könnt, oder? Rennt geradeaus, so schnell ihr könnt. Wir sind gleich da! Nichts hält uns auf! Los! Es hat funktioniert! Wir haben alle Fallen besiegt! Das war ein großartiges Abenteuer, Larry! Wie geht's jetzt weiter? Ihr habt euren Teil zur Rettung der Prinzessin beigetragen. Sie liegt euch zu Füßen und ist euch ewig dankbar. Bald wird sie ihren Goldbikini ausziehen und euch zu sich rufen. Und was machen wir bis dahin? Ihr müsst einfach hier warten. Ziemlich dreckig hier. Darunter scheinen irgendwelche Symbole zu sein. Na, da haben wir doch jemanden, der gerne putzt. Da haben wir doch jemanden, der gerne putzen würde, oder? Das sind beides Reddit-Mods. Der ist schon sehr nerdy. Diese ganze Reddit-Kultur, die kennen ja nicht viele. So ein Zufall, oder? Dass wir da jemanden haben, der gerne putzt. Ich kann als Spielleiter eine tolle Geschichte. Echt? Kann ich da drin auch putzen? Am besten kennst du so. Ja, ich weiß genau, wo ich dir ein tolles Lab bieten kann. Also, dass da auch jemand, dass da ein Hausmeister-Larper ist, ne? Soweit ich das verstanden habe, musst du jetzt eine spannende Geschichte erzählen und ich muss mit meinen Fähigkeiten darauf reagieren. Genau. Also, du schlüpfst in die Rolle von... Captain Graham, Commander Sunny, Mart Spielberg. Oberreinigungsgefreitem Roger. Oh. Aliens haben das Raumschiff angegriffen, in dem du zur Crew gehörst. Lusenschreck, hallo. Ein einzigartiger Sternengenerator. Hast du dich vorhin schon mal da? Du bist nun das letzte lebende Crewmitglied. Das gefällt mir. Gerade so kannst du mit einer Rettungskapsel aus dem Raumschiff fliehen und landest auf einem seltsamen Planeten. Und den putze ich. Nein, dort begegnest du... Tentakelmonster würde ich gerne nehmen. Einem schwebenden Kopf. Und dann? Du kämpfst auf dem Planeten gegen ein fürchterliches Wesen und darfst dann weiterreisen. Das klingt jetzt etwas improvisiert. In einer nahen Stadt kaufst du dir ein kleines Raumschiff. Das geputzt werden muss. Du schaffst es, zurück zu dem Raumschiff mit dem Sternengenerator zu fliegen und es zu infiltrieren. Mit deiner ganzen Intelligenz trickst du die Aliens aus und schaffst es bis zum Sternengenerator, um diesen... zu zerstören, um zu programmieren, zu pimpern oder zu putzen. Zu putzen. Das ist ja genau mein Ding. Wo ist der Sternengenerator, den ich putzen muss? Genau hier auf dem Boden. Dann leg ich mal los. Oberreinigungsgefreiter Roger putzt, um die Welt zu retten. Oh. Also richtig sauber ist es noch nicht.
Kann er das noch sauberer machen? Ich habe jetzt das Universum gerettet, ja? Mit deinem Wischmob. Tolle Geschichte. Hoffentlich gibt's eine Fortsetzung. Jetzt ist die Frage... Aber warte mal, das ist doch hier so... so rum. Das ist die... hier ist ja auch noch ein Spritzer. Also... oder ist es nur hier, wo der dicke Streifen ist? Probieren wir es mal. Beziehungsweise, warte mal, es sind dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also vielleicht doch die... Williams, was? Es geht ungefähr ja Kies und Kreis, ja Kies und Kreis. Meinst du Kies und Kreis im Wald? Dann musst du bei The Forest gucken. Nacht, Julian! Nee, warte mal, welches brauche ich denn jetzt hier eigentlich? Das, was jetzt... oh nein, das, was unten ist. Mal austesten, ob das so geht, wie ich mir das denke. Und teile deine Gedanken, was willst du machen? Naja... ich dachte, dass die Symbole, die hier außen aber fleckig sind, nicht dazugehören. Sondern, dass wir hier quasi anfangen und dann hier diese Kurve nehmen. Weißt du, was ich meine? Aber das Symbol, was ich da suche, ist gar nicht hier. Oder? Ist so ein Auge mit drei Strichen drüber. Das... das könnte das hier sein, ne? Hä? Okay, warte, jetzt bin ich verwirrt. Es gibt genau drei ohne Spritzer. Gibt es drei ohne Spritzer? Nee. Ich habe jetzt quasi die ersten drei hier genommen. Den, den und den. Aber die sind ja alle in dieser, die hier mit so einer Linie verbunden. Deswegen dachte ich, sind die das. Welche drei haben denn... ja, die haben... aber, ja gut, das, das und das, die haben keine Spritzer, oder? Die, also der hier links, der da und der da. Das sind die Spritzerlosen, oder? Ja, es werden drei angeleuchtet, aber es ist ja nicht zwangsweise richtig. Guck mal, wenn ich jetzt den verdrehe und dann drücke, dann werden drei andere angeleuchtet. Siehst du? Das heißt, ich muss die richtige Reihenfolge finden. Weil sonst einfach immer, wenn ich jetzt die drei mache, dann geht es nicht weiter quasi. Das heißt, der erste muss schon richtig sein und dann... also würde ich jetzt sagen, wir fangen mit dem Antennenbällchen an, oder? Dem da. Nehmen das hier in der Mitte, nehmen wir das Labyrinth mit Schwengelspitze.
Und dann hier das Dreieck unten rechts, da mit dem Schniepel. Moment mal, steht das, das steht auf dem Kopf. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, ob das richtig ist. Ist noch ein anderes? Gibt's das nochmal andersrum? Licht ausmachen. Aber dann komme ich ja nicht mehr dahin, oder? Obwohl, jetzt komme ich ja im Dunkeln durch. Ui. Nee, macht's automatisch wieder an. Mit der Linie dazwischen oben rechts genauso viel Dreck drauf wie das Dreieck. Weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Indikator dafür, ob das erste jetzt dann richtig war oder nicht. Weil irgendwie haben ja alle ein bisschen Dreck drauf. Die sind irgendwie Spiegel. Nee, hä? Einige sind auch Spiegel, also gespiegelt von oben nach unten. Das hat funktioniert.
So macht man das. War also doch richtig. Ich hab's nicht verstanden. Es war wichtig, dass man die erste Eingabe richtig macht. Und die erste Eingabe war richtig, indem du die nicht bespritzten Symbole nimmst. Von links nach rechts. Die habe ich genommen. Zack, zack, zack. Von links nach rechts, von oben nach unten. Und dann hat es hier drauf geleuchtet, auf die drei Symbole. Und dann habe ich die reingemacht und dann... Pi, wir haben es geschafft. Da ist sie. Die Höhle des kosmischen Wissens. Larry? Höhle? Klar, das ist doch eindeutig eine Höhle. Das runde Ding ist der Eingang. Sieht man doch. Guck mal genauer hin. Wohin? Ich geb's auf. Da ist eine Aussparung, in die man Teile reinsetzen kann. Dann will ich hoffen, dass das was bringt. Das lange Stück flutscht an die richtige Stelle. Rund und sitzt. Eine runde Sache. Ha! Der Stein passt genau rein. Das war der letzte Stein. Es tut sich was. Alter, das ist übel. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da kosmisches Wissen rausweht. Eher so ein modriger Geruch. Boah. Wer weiß, wie lange die Tür geschlossen war und was darin lauert. Sollten wir reingehen. Hallo? Ich bin in der Stadt. Hey, Kommandante. Hat sich die Gruppe versammelt? Alle warten im geheimen Hauptquartier. Gut, wir sind auf uns alleine gestellt. Niemand wird plötzlich auftauchen und uns helfen. Diese Revolution müssen wir selbst durchführen. Wir haben keine Wahl. Mr. Wang ist gefährlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Peabots ausliefert. Wenn sie erst in allen Haushalten stehen und er sie aktiviert und die Geheimfunktionen so eingebaut sind, wie er es sich wünscht, und sollte es ihm dann auch noch gelingen, Faiths selbstlernende KI in die Finger zu bekommen und diese aufzuspielen, er wäre unbesiegbar. Ja, Wang hätte ein Heer von Superrobotern in jedem Haus in Amerika. Roboter, die er wie Marionetten steuern könnte. Dazu wird es nicht kommen. Wir werden es verhindern. Bis nachher im geheimen Hauptquartier. Und, Nari? Ja? Traue niemandem. Doch, traue Larry. Ich gehe da erst rein, wenn ich Faith bei mir habe. Irgendwie muss ich sie überreden, hierher zu kommen. Ich gehe da irgendwie... Oh Gott, ey, ich dachte, wir sind jetzt Endgame. Ich dachte, wir sind durch. Voll kacke, was machen wir eigentlich, wenn wir durch sind? Was spielen wir dann? Stört mich jetzt echt ein bisschen. Eigentlich will ich es nicht durchspielen. Der Kommandante klang stark nach Lefty, ja. Naja gut, wir brauchen eine Audienz bei der Königin. Dafür müssen wir auf Vagina Island erstmal. Kann ich eine Audienz bei der Königin bekommen? Natürlich nicht. Die Königin hat strenge Anweisungen gegeben, dass sie nicht gestört werden darf. Warum denn?
Was macht sie die ganze Zeit? Sie sagt, sie organisiert. Du musst zugeben, dass das wie eine Ausrede klingt. Ruhe! Das kennen wir ja schon. Bis später. Müssen wir jetzt vielleicht hier noch... Aber hier gab es ja auch nichts mehr, ne? Prominentes Grab. Was hier steht? Ruht Schwester Oberin Frigid. Ich sagte doch, begrabt mich an der Biegung des Flusses. Adventures sind tot. Immerhin muss ich morgens nicht mehr aufstehen. Ob da auch eine Pi begraben ist? Für die einen ist es ein Grab. Für mich ist es das kleinste Mausoleum. Ich sagte nur über meine Leiche und ich habe recht behalten. Was können wir denn... Irgendwas muss noch in die... Das lässt sich nicht kombinieren. Irgendwas muss noch in die Voodoo-Tüte. Damit wir den Geist verscheuchen können. Den Day of the Tentacle Remake, ja, aber den habe ich ja quasi auch schon mal gespielt. Hi Mimir! Ja, hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Klar, es ist eine Boeing. War die Frau im Sarg, denn konnten wir da irgendwas noch mitnehmen? Kamm? Ich dachte, vielleicht kann man da noch irgendwas... Kombiniere? Das könnte... Kann man nicht nehmen. Kombiniere. Und... Kombiniere. Und wenn... Besser. Die kommt da. Schon mal nach. Es fehlt etwas von einem Nachfahren. Oder? Das war letztes Mal, glaube ich, das. Etwas feine Würze. Etwas vom Körper des Toten. Etwas, das geliebt wurde. Wachs, um alles zu verbinden. Aber da scheinen noch Teile zu fehlen. Ja, irgendwas Nachfahrenmäßiges. Dann müssen wir einfach alle Gräber, oder? Kombiniere das. Ich kann den Ohrring nicht mitnehmen. Ich kann nichts von der. Du schon wieder? So kann ich nicht arbeiten. Los, zurück ins Gefängnis mit dir. So komme ich bei Ihnen nicht weiter. Zuerst muss ich diesen Geist loswerden. Ja, aber die eine hat ja so geredet, als könnte sie irgendwas damit zu tun haben. Herr Larry! Ich muss... Ach! Vielleicht etwas von da, wo der Server war. Konnten wir denn da noch irgendwas anklicken? Weil er halt direkt wieder weggeschwommen ist. War das nicht bei minus 10, minus 13? Oder bin ich jetzt schon wieder verwirrt? Nee, minus... War das bei minus 11, minus 13? Hier ist eine Tür. Wenn ich wüsste, wie man... Das war letztes Mal schon eine Dummheit. Der Haarige ist doch ein Nachfahren von der Geisterlady. Ist er das? Das war letzt. Woher weiß ich das? Ach stimmt, sie hat irgendwas erzählt, gell? Warte mal.
Otis. Kann ich Otis irgendwie in Schritt fassen oder so? Mit der Zange? Autsch! Sag mal, was soll das denn? Du hattest da eine Zecke. Ganz guck, ehrlich. Das ist eine Zeckenzange. Oh, danke. Die sind echt schlimm hier. Wenn die sich vollsaugen, sind die so groß wie meine Faust. Jetzt juckt es mich überall. Etwas vom Körper eines Nachfahren. Jetzt müsste ich alles haben. Aber wir haben auch diese ganzen coolen, wir haben Baphomets Fluch gespielt, wir haben The Dick gespielt, wir haben also so auch so ganz skurrile Dinger gespielt, ne? Wir haben, wie hieß denn das noch? Day of the Tentacle haben wir, glaube ich, auch gespielt. Larry 7 haben wir gespielt. Jetzt die Larrys. Haben wir das mit den Biker gespielt eigentlich, mit den Motorrädern? Full Throttle oder wie das hieß? Haben wir das gespielt? Ich glaube schon, oder? Müssen wir eben gucken. Ja, Full Throttle Remastered haben wir auch gespielt. Ja. Wir haben die Simon-Dinger gespielt, ne? Simon the Sorcerer. Ey, Deponia habe ich, glaube ich, den dritten Teil noch nicht gespielt, oder? Ich glaube, bei Deponia habe ich nur die ersten beiden gespielt. Müsste ich mal gucken, wo wir da aufgehört haben bei Deponia, das stimmt. Müsste ich vielleicht den... Oder vier? Es gab vier Teile von Deponia, echt? Die Frage ist, habe ich mehr als zwei Teile gespielt? Die beiden Edna-Dinger habe ich, glaube ich, beide gespielt auch, oder? Also Harveys neue Augen habe ich gespielt. Harveys neue Augen haben wir auf jeden Fall gespielt. Haben wir auch Edna bricht ausgespielt? Ja, Edna bricht aus haben wir auch gemacht, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, Sam & Max habe ich auch gespielt, oder? Weiß es gar nicht. Aber, oder? Ja, Sam & Max Hit the Road, oder? Habe ich das gespielt? Nee, ich glaube nicht, oder? Dann fehlen mir aber Streams, ja.
Edna habe ich durch, das weiß ich. Ich überlege, bei dieser Musik, ey. Portal, wo... Leute, wir reden hier gerade über Point and Click. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Dum, 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 dum. Lass den Finger nicht im Po, gib ihm den Kreis, den macht es froh. Ja, ganz genau. Danke, Bihi, für 5 Euro. Mega nice. Warte mal ganz kurz, ich muss mir mal eben was auf eine Liste schreiben hier. Warte mal, also ich schreibe mal Deponia kurz noch mit auf. Sam & Max, weiß ich nicht, ob ich das gespielt habe. Aber ich habe es gerade jetzt nicht gefunden bei der Suche. Lockhead is Night of the Rabbit denn auf Deutsch? Ich würde schon gern deutsche Point-and-Clicks spielen. Weil, die anderen mögen ganz gut sein und so. Ich schreib's mal mit auf. Sag mal, Mimi, seit wann ist denn Conker's Bad Fur Day? Ist das nicht so ein N64-Spiel mit so einem Eichhörnchen? Iron Curtain habe ich, glaube ich, gespielt, Max. Ja, der Schnauf. Normalerweise bekommst du deinen Rang dann wieder. Ja, Irony Curtain habe ich gespielt vor 4 Jahren. Sam & Max Hit the Road habe ich als Stream, oder? Aber ich finde es nicht in meiner Suche. Warum nicht? Grim Fandango, stimmt, das gibt's auch noch als Remasters, ne? Das habe ich auch noch nicht gespielt. Das habe ich, glaube ich, aber sogar gekauft. Naja, ich speichere das jetzt mal eben und schaue mich dann um und dann spielen wir jetzt erstmal hier weiter. So. Machen wir uns dann später Gedanken drüber. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Was? Sehe ich vielleicht aus, als hätte ich Lust darauf, mich beschwören zu lassen? Glaubst du vielleicht, du hättest jetzt 3 Wünsche frei oder sowas? Nein, natürlich nicht. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich bin Schwester Fridget. Schwester Oberin Fridget. Fridget. Damit das klar ist. Na klar. Was willst du überhaupt?
Wieso bist du ein Geist? Na, warum wohl? Weil ich tot bin! Schon klar, aber wie bist du gestorben? Flugzeugabsturz. Oh, das erklärt, warum das Kannibalinnendorf aus Flugzeugteilen besteht. Hast du gedacht, die hätten die Teile extra hergeschafft? Natürlich nicht. Ich war die Oberin unseres Ordens, die sich um die vielen jungen Schäfchen unseres Mädchenordens kümmerte. Unser Flugzeug kam in einen Sturm und stürzte ab. Ist eigentlich irgendjemand auf diese Insel gekommen, ohne in einen Sturm geraten zu sein? Zum Glück haben meine Schäfchen alle überlebt. Sogar mein Neffe Otis. Nur ich nicht. Tut mir leid. So ist das Leben. Danke für den VIP. Und ja, da ist der alte Rang. Warum spukst du hier rum? Du machst den Kannibalinnen Angst. Das ist auch richtig so. Diese ungezogenen Mädchen vergessen immer wieder das Wort des Herrn. Sie versündigen sich, wenn ich nicht aufpasse. Sicher, sie bemühen sich. Und einige Sachen verstehen sie ein wenig falsch. Ihr heiliges Buch ist etwas... Nun ja, ich möchte nicht darüber reden. Hör auf, ihnen so eine Angst zu machen. Nein. Es ist meine heilige Pflicht, meine Schäfchen auf den rechten Pfad zu führen. Wie ist das Leben nach dem Tod denn so? Ich habe es mir anders vorgestellt. Schon als junge Frau bin ich in den Orden Danke, zur JB, Jungfrau von auch eine gute Nacht. Eingetreten. Mein ganzes Leben habe ich mich für unseren Herrn und Erlöser aufgespart. Ich wusste, im Himmel werde ich mit ihm vereint sein. Du meinst, er nimmt dich dann so richtig durch? Das habe ich nicht gesagt. Zwischen den Zeilen war das schon ziemlich deutlich. Wunschdenken, Larry. Oh. Du hast ja einen kleinen Geist in deiner Hose dabei. Eher ein kleiner, ziemlich unangenehmer Poltergeist. Ja, allerdings. Jedenfalls funktioniert das im Jenseits nicht so, wie ich dachte. Keine Sorge, ich weiß, wie es ist, wenn man sich Sex erhofft und keinen bekommt. Und als Geist muss das ja besonders schwierig sein. Aber hey, falls du es mal ausprobieren willst, ich bin für alles zu haben. Es steht geschrieben, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut... Der bleibt in Ewigkeit. Ich bleibe ja schon in Ewigkeit. Du hast nichts zu verlieren, könnte man sagen. Das stimmt. Vielleicht können wir... Was? Geistersex? Die Lust des Geistes und die Lust des Fleisches scheinen nicht zueinander zu passen. Zu dumm, dass ich als Geist keinen Körper für mich einnehmen kann. Also, nicht, dass ich das schon mal versucht hätte. Vielleicht kann ich dir ja mit der Geisteslust helfen. Wie soll das gehen? Ich muss doch einfach nur einen Weg finden, selbst zum Geist zu werden. Einfach nur? Du weißt, was das bedeutet. Vielleicht finde ich ja einen nicht tödlichen Weg. Wenn es mir gelingt, lässt du deine Schäfchen dann in Ruhe so leben, wie sie wollen? Warum nicht? Ich habe ja nichts zu verlieren. Nicht weggehen! Also sie ist jetzt ein Geist, aber will's treiben. Und jetzt muss ich auch irgendwie ein Geist werden, um's... zu treiben. Oder... Die geht mir ziemlich auf den Geist. Das hilft mir nicht. Gute Idee. Ein Foto reicht. Ich dachte, ich kann mich da vielleicht irgendwie reinlegen. So, wer kennt sich denn mit der Geisterwelt irgendwie aus? Bis später. Wer spielt hier was? So schön Orgel. Stimmt, Tingle hat immer von außerkörperlichen Erfahrungen geredet. Tingle, du bist der Mann. Vielleicht muss ich da so eine tantrische Sexnummer machen irgendwie. Dum, 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 dum. Du hast doch was von einer außerkörperlichen Erfahrung erzählt. Wie funktioniert das? Oh, das ist ganz einfach. Topse, die Lego-Spiele... Man benötigt dafür nur ein Erfahrungsgerät. Ein was? Eine hochmoderne Anlage, mit der zwischenzeitlich der Geist den Körper verlassen kann, um dann allerlei Schandtaten zu erledigen. Okay, kann ich hier sowas auftreiben? Ich glaube, im Archipel gibt es so etwas nicht.
aber ich habe eine detaillierte Beschreibung bei mir. Ich habe hier eine Anleitung erstellt, mit der man so eine Erfahrungsmaschine bauen kann, mein Herr. Wofür soll der denn gut sein? Ein Gerät für geradezu jenseitige Erfahrungen. Sie verstehen schon, mein Herr. Für den außergewöhnlichen Geschmack. Ich kann nicht ganz folgen. Damit sind Begegnungen des Geistes möglich. Oder sollte ich sagen, als Geist. Sie lassen ihren Körper hinter sich und finden spirituelle Genüsse. Das klingt nicht uninteressant. Allerdings benötigen sie während ihrer Reise jemanden, der auf ihren verlassenen Körper aufpasst. Das kann ja Tingle Dafür machen. Kann ich mich gern anbieten. Danke, Tingle. Ich behalte oder gern Swingle. Körper im Auge. Naja, klingt ausreichend. Klingt aus ausreichend dem Käfig heraus bin ich natürlich zu nichts Nutze. Die Käfigtür ist nicht abgeschlossen, aber sie ist an einen Alarm gekoppelt. Vielleicht haben sie ja so viel Geschick, mich aus meinem Ungemach zu befreien. Und dann assistiere ich allzu gern bei ihrer Lustreise. Ich tue es nicht gern, aber ich scanne dir die Anleitung in deine Bauplan-App, Larry. Topse, ja, die Lego-Spiele sind gut. Ich liebe die Lego-Spiele. Das Problem ist, du wirst selten einen größeren YouTuber finden, der diese Spiele spielt, weil die Lego-Spiele von vorne bis hinten voll mit der ultimativen Copyright-Musik sind. Aber richtig Copyright. Nicht nur Claim-Musik, dass der Rechteinhaber sagt, ich will dein Geld, sondern dass der Rechteinhaber sagt, dieses Video ist gesperrt. Dafür kriegst du nicht nur einen Claim, sondern einen Strike. Und die sind sehr, sehr, sehr gefährlich zu spielen. Und wenn, dann müsstest du die Musik ausschalten und ohne die machen die Lego-Spiele weniger Sinn, weil dann fehlt sehr, sehr viel Atmosphäre und in den Zwischensequenzen kann man die nicht abschalten. Und wenn du nicht ausschließlich irgendwie jemanden kennst, der dir die Rechte für diese Spiele besorgen kann, dann, Kies hatte Riesenprobleme mit diesem Lego Star Wars Ding, mächtige Probleme mit dem, also, ne, so weit, dass dir dein Kanal flöten gehen kann, Probleme. Und damit will ich mich einfach nicht rumschlagen und in meiner Position, ohne spezifisch jemanden zu haben, der sagt, hier, wir haben einen Vertrag, bitte spiel dieses Spiel, du bekommst von uns die Rechte und wenn bei uns erscheint, dass du dieses Spiel spielst, schalten wir dir das frei. Ohne einen Zettel, auf dem das spezifisch draufsteht, werde ich mich nicht an Lego-Spiele wagen. Es ist einfach so. Es ist wirklich sehr schlimm. Es ist sehr schlimm. Lego ist mit Warner Brothers Music und sowas und Lego ist da ganz, ganz streng, was das angeht. Ach, beziehungsweise Warner Brothers, ne, und sowas. Diese Harry Potter Dinger. Ne, die sind ganz, ganz schlimm. Sind tolle Spiele, machen mir super viel Spaß. Ich spiele die gerne mit meiner Tochter im Koop-Modus auf der Switch mal. Aber alles andere ist Ach, das hier so eine Dings, so ein Floating Tank. Na, den Floating Tank haben wir ja quasi. Das hier. Pillen? Keine Ahnung. Pilze? Aber was wäre denn? Nackenkissen haben wir ja auch nicht. Okay. Genug davon. So, und wie können wir Tingle? Käfigtür. Swingle scheint sich in dem Käfig. Ich habe genug Ja, aber ist das hier vielleicht die Alarmanlage, die ihn irgendwie beguckt und sobald er sich bewegt, können wir da irgendwie... Hab ich schon probiert. Das ist gut. Okay, außerkörperliche Erfahrungsmaschine ist der nächste Plan. Ich habe... Wobei, das hier wahrscheinlich... Eine Studentin heiraten war vor 3 Jahren leichter, was das angeht.
Freiwillig gehe ich da nicht rein. Und selbst wenn... Servus, Videosuchti. Das Ding ist, ich habe ja auch das, ich habe ja gefühlt auch irgendwie schon alles eingesammelt, was hier irgendwie rumliegt oder existiert. Ne, also. Brötchen als Nackenkissen? Pilze? Das Ding hier und Zwingels Anzug oder was? Das lässt sich nicht. Nee. Genug davon. Hier ist ja auch nichts mehr, oder? Was meinst du, der Schnaps als Pille? Weiß ich nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Genug davon. Na? Schon was über die Pflanze rausgefunden? Was? Ach so, nee. Ist alles in Ordnung mit dir? Du guckst die Pflanze so komisch an. Och. Du überlegst doch nicht, da reinzuklettern, oder? Überhaupt nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss hier wissenschaftlich arbeiten. Ich lasse sie besser in Ruhe arbeiten. Ich glaube ganz intensiv, dass sie darüber nachdenkt, da hineinzuklettern. Und ich glaube, eines Tages wird sie es machen. Aber ich gönne ihr auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn ich habe das Gefühl, dass sie dort... Außerdem haben wir mit ihr schon geschlafen, also brauchen wir sie nicht mehr auf dieser Insel. Wo das Schwein in ist, das haben wir weggeschleudert. Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Ist der irgendwo hier rüber geflogen, oder nicht? Ach, ich weiß doch auch nicht. Wisst ihr, früher war das einfacher. Da haben alle immer gelacht. Weder hat da jemand irgendwie Anspruch gehabt. Dann schauen wir mal. Noch hat es einen Shitstorm in diesem verfluchten Internet gegeben. Dum,
dum 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 dum. Willst du vielleicht The Days Gone spielen? Kleiner als 3, kleiner als 3. Ich muss zugeben, dass das ein geschickter Weg ist, sein Altöl loszuwerden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ganz dein Motto. The Days Gone. Was ist denn The Days Gone? Ist das ein cooles Point-and-Click-Adventure-Spiel? Oder ist es dieses Zombie-Ding da auf der PlayStation gewesen mit dem Motorradtypen? Ist es das gewesen? Ist es ein Riesenprojekt? Weiß ich nicht, ob ich sowas irgendwann mal spiele. Weiß nicht, ich habe gerade so eine Point-and-Click-Adventure-Phase, was meine Streams angeht. So, das ist mit so einem gebrochenen Bein ganz angenehm. Das kannst du dann so ein bisschen hochlegen. Und dann schwillt der immer nur so mittelmäßig. Redet alle von diesem... Aber wo soll das denn sein? Wo ist das denn... Ist das in den Dschungel geflogen? Ich will ja nicht angeben, aber ich habe eigenhändig eine Brücke gebaut. Alter, wie soll man denn da drauf kommen? Dann schlinge ich die mal in meine Hose. Können wir Pi wieder ausgraben, die Verrückte? Das hilft mir nicht. Aber hier ist auch nichts. Aber ich höre das Schwein hier irgendwo. Oder hört ihr es nicht auch? Ich höre doch das Schwein. Ich glaube, es reicht, wenn sich ein Schwein hier im Schlamm gewälzt hat. Ich glaube, den könnte ich nicht wegrollen. Nö, hier ist nichts mehr. Das Schwein ja hier. Ein Schweineköder. Mit Schlamm. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Jetzt ist das Brötchen komplett alkoholgeschwängert. Okay, okay, ich verstehe, worauf das hinausläuft. Alter, da musst du dreimal im Leben, Jan, kommst du da noch nicht drauf. Das dürfte eine interessante Mahlzeit werden. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben Menschen dieses Spiel denn ohne Chat durchgespielt. Jetzt einmal raus und wieder rein, oder was? Weil man hört ja das Schwein, aber... Ja, da gab's ein Geräusch.
Aha, du Schwein wirst so schnell kein Brötchen mehr klauen. Puh, das hat ja eine Fahne bis hierher. Besser nicht. Ich adoptiere dich und taufe dich auf den Namen Pigbird. Thimbleweed Park habe ich sogar ein Let's Play, glaube ich, zugemacht, Lockett. Pigbird würde da reinpassen. Aber ich bin mir nicht sicher, was das bewirken soll. Ich... Die Swingle austauschen. Hä? Das war ein Wodka-Brötchen. Schnauf. Ich muss drehen. Ach. Boah, der Alarm ist losgegangen. Das Schwein, zieh's doch an. Sag mal, was ist denn das da im Käfig? Hast du was mit dem kleinen Kerl angestellt? Naja. Du trägst ihn doch da in deiner Hose rum. Los, steck ihn wieder in seinen Käfig und schaff das andere Ding da weg. Und dann zurück mit dir in deine Zelle. Sergeant Patricks, hi, einen wunderschönen Abend. Verflucht. Ich muss das Schwein noch mehr nach Swingle aussehen lassen, damit dir das nicht auffällt. Ja, ich sehe schon. Rote Farbe. Jetzt sieht er genauso aus wie Swingles Anzug. Komm, mein Kleiner. Jetzt sieht seine Kleidung wie die von Swingle aus. Oh Mann, Na los, mach wieder zu. Da gehe ich doch nicht frei. Hey, was ist hier los? Sag mal, was ist denn das da im Käfig? Hast du was mit dem kleinen Kerl angestellt? Naja. Du trägst ihn doch da los und dann zu. Also muss ich dann wieder schnell in die Zelle zurückgehen, oder? Verflucht. Ich muss das Schwein noch mehr... Halt still. Es tut nicht weh. Danke für die Stream und Videos. Jetzt ist das Gesicht verswingt. Unschöne Zeiten und kitzeln einem trotzdem immer mal ein Lachen raus, bleib wie du bist. Sascha, danke schön. Freut mich, wenn's dich kitzelt. Dankeschön. Also jetzt ist es doch richtig Swingle-mäßig. Hey! Ich finde, das ist jetzt voll durchgeswingelt, oder? Du bleibst jetzt gefälligst in der Zelle, wie unser anderer Gefangener. Na, du Knilch, diesmal fällt dir kein lustiger Spruch ein, was? Haben wir dich wohl endlich gebrochen? Es hat funktioniert. Sie hat das Schwein für Swingle gehalten. Sie haben da aber auch ein überzeugendes Ebenbild von mir herbeigezaubert, mein Herr. Ruhe da unten. Keine Sorge. Es ist schön, kuschelig hier. Und nichts anfassen. Oh, wow. Okay. Ja, wir haben Swingle. Das ist natürlich jetzt eine große Sache. Jetzt ist die Frage, wie weit sind wir jetzt schon im Endgame? Sage ich jetzt mal. Ihr wisst schon, was ich meine, oder?
so dass ich sagen könnte, wir machen für heute Feierabend und zocken morgen dann nochmal. Das sind jetzt so ungefähr 3 Stunden Stream wieder und mein Fuß wird dick und... Ihr wisst, was ich meine. Oh, ich glaube, Hans Hummel hängt ein bisschen hinterher, oder? Oder treiben wir noch, machen wir noch die Geisternummer und spielen dann weiter, oder? Ah. Das ist jetzt halt die Frage, wenn es jetzt nur noch eine halbe Stunde geht, so ungefähr, dann kann ich ja sagen, machen wir heute noch Ende. Aber wenn es jetzt noch 2-3 Stunden geht oder 2,5, dass es sich nochmal lohnt, morgen nochmal zu zocken. Sagen wir, machen morgen. Wir machen morgen weiter, oder? Oh, aber ich bin ein bisschen kaputt. Oh. Machen wir morgen noch ein Chillomillo. Und dann, was ist denn morgen? Dienstag ist der erst. Ach ja, das kriegen wir schon hin. Oh, aber ich würde jetzt echt gerne das Bein so richtig hochlegen, dass das Blut und das Wasser mal ein bisschen rauslaufen kann. Ah, Leute. Aber es war mir trotzdem wieder ein inneres Blumenpflücken und ein äußerliches vor allen Dingen auch. Und wir haben viele schöne Sachen gesehen und irgendwie hatte Larry ja auch Verkehr heute, kann man quasi ja fast sagen. Oder hatten wir heute überhaupt Verkehr? Doch klar, wir hatten heute Verkehr, also können wir den Stream beenden. Hätten wir jetzt no Verkehr gehabt, aber wir hatten Jan Mai Verkehr. Wir hatten die ordentliche Schenkelpresse und haben sie überlebt. Und das war geil, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle für diesen wunderschönen, angenehmen Montag-Sexy-Abend. Und wenn ihr Bock habt, dann seid ihr morgen wieder mit dabei. Denn morgen wird's wieder elegant und zweideutig und extrem sexy-hexy. Und ich schaue mich bis dahin mal um, was wir da noch so als Ersatzprojekte finden. Oder vielleicht kommen wir auch wieder irgendwelche verrückten Simulatoren, die wir dann mal zwischendurch wieder einwerfen können. Aber vielleicht mache ich danach erstmal mit Deponia weiter, weil davon haben wir auch noch nicht alles gesehen. Mal sehen. Ne? Aber erstmal morgen, ich würde sagen, morgen machen wir dann Final Run hier mit Larry und dann ist es erstmal vorbei und dann schauen wir mal, was wir so finden. Und ich meine, nur weil ich ja schon mal irgendwann ein Spiel gespielt habe, heißt es ja nicht, dass ich es nicht nochmal spielen könnte. Wenn es lange genug her ist, ist die 5-Jahres-Regel. Nach 5 Jahren darf man alles nochmal spielen. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich für diesen wunderschönen Abend. Ich bedanke mich für die Unterstützung, die Donations, die Liebe und den wunderbaren Chat und natürlich die moderative Moderationsarbeit der Moderatoren. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, morgen Abend hier an selber Stelle wieder. Es wird so ab circa 20 Uhr, irgendwo zwischen 20 und 21 Uhr werde ich hier erscheinen. Und ja, wenn ihr Bock habt, seid ihr mit dabei. Also ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen. Und schlaft alle gut. Reingehauen und ciao.